Legen wir los, oder? Alles klar. Dann kann ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben zur Veranstaltung Sozialismus ist die beste Prophylaxe, ein Zitat nach Maxim Zetkin, auf das wir uns hier beziehen, der Sohn von Clara Zetkin, die sicherlich dem einen oder anderen geläufig sein sollte. Die Veranstaltung wird hier ausgerichtet von der Internationalen Forschungsstelle DDR. Wir haben im Dezember letzten Jahres eine Broschüre rausgegeben über das Gesundheitswesen der DDR, jetzt gemeinsam mit der Helen Panke. Ich selbst bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Forschungsstelle und habe die Arbeit und das Heft quasi mit begleitet im letzten Jahr und stelle vielleicht gleich auch das hochkarätige Podium vor, was wir gewinnen konnten für diesen heutigen Abend. Was mich sehr freut. Neben mir sitzt Dr. Wolfgang Dübel, können sich nachher gerne auch selbst nochmal vorstellen, ehemaliger Leiter einer Poliklinik in Marzahn, in den 80er Jahren auch tätig als Kreisarzt in der DDR und auch nach dem Ende der DDR noch tätig als Arzt, dann irgendwann in privater Niederlassung. Ein Stuhl weiter sitzt Dr. Heinrich Niemann, der letztlich unsere ganze Hefterarbeitung und den Prozess unserer Forschung sehr intensiv begleitet hat und wesentliche Teile dazu beigetragen hat. Er selbst ausgebildeter Sozialmediziner und auch in dem Bereich gearbeitet, nach 1990 dann tätig auch als Stadtrat für Gesundheit in Berlin-Hellersdorf. Und ganz zu meiner Linken Dr. Anita Rausch, sie selbst studierte Zahnärztin, ich sage es jetzt mal in nicht medizinischem Sprech für das Publikum, was vielleicht das Vokabular sonst nicht kennt, und ansonsten tätig im Ministerium für Gesundheit in dem Bereich der Aus-, Weiter- und Fortbildung und nach 1990 auch intensiv gearbeitet in den Heften von der Interessensgemeinschaft für Medizin und Gesellschaft, die selbst in den 90er Jahren schon intensiv Aspekte des Gesundheitswesens reflektiert haben und dazu geforscht haben, was für uns selbst in unserer Arbeit auch ein sehr guter Fundus war, in dem wir uns den wir bearbeiten konnten. Ich erzähle noch ein paar Sätze zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben hier ein Livestreaming, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das heißt auch Hallo an das Publikum vor den Bildschirmen. Und es gibt die Möglichkeit, sich auch mit Kommentaren und Fragen einzubringen. Wir werden schauen, die eine oder andere auch in die Diskussion mit reinzuholen. Ansonsten haben wir so grob uns verabredet auf zwei Teile, sag ich mal, für die Veranstaltung. Im ersten Teil werden wir versuchen, alle vier einen kurzen Input zu geben, indem wir Grundzüge des Gesundheitswesens zeichnen und dann auch mit Ihnen gerne darüber diskutieren wollen. Im zweiten Teil werden wir uns beschäftigen mit der konkreten Erfahrung des Umbruchs 1990 und der 90er Jahre und uns die Frage stellen, welche Bedeutung denn die Erfahrung der DDR auf dem Gebiet der Gesundheit für gegenwärtige Auseinandersetzungen haben. Und das würde ich ganz gerne auch so ein bisschen als Bezugsrahmen für die Veranstaltung heute nochmal setzen. Man könnte sich ja fragen, warum ist es denn 30 Jahre nach dem Ende der DDR sinnvoll oder interessant, sich mit dem gewesenen Gesundheitssystem zu beschäftigen? Und man kommt nicht umhin, sich das im Kontext der gegenwärtigen gesundheitspolitischen Lage vorzuführen. Da würde ich ganz gerne auf zwei Aspekte, die ich würde sagen bestimmend sind für die Lage des Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik heute, eingehen, auf die wir uns dann vielleicht auch immer wieder beziehen können in der Diskussion. Das eine, und das ist im Prinzip nichts Neues, in der Geschichte seit dem 19. Jahrhundert immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden von fortschrittlichen Medizinern und der Arbeiterbewegung, aber heute immer noch relevant, der Zusammenhang von sozialer Lage und
Gesundheit. Es ist so, dass auch in neueren Studien immer wieder belegt wird, dass ja, das Einkommen dazu führt, weniger Lebenszeit in dieser Welt zu haben. Hier in der Statistik wird aufgeführt, dass Männer mit geringem Einkommen 8,5 Jahre weniger leben im Mittel als Männer mit hohem Einkommen. Für Frauen gilt das mit 4,5 Jahren. Der DGB belegt, dass Erwerbslose rund doppelt so häufig krank werden wie Erwerbstätige. Insgesamt ist zu sagen, dass arme Menschen häufiger erkranken, an Diabetes, an Übergewicht leiden, an Depressionen. Und diese Tendenz der gesundheitlichen Ungleichheit ist in den letzten 20 Jahren weiter gestiegen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Armut und das Armutsrisiko steigen. Ein zweiter wesentlicher Aspekt, der heute in der Öffentlichkeit auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Es ist so, dass es in Westdeutschland seit der Mitte der 80er Jahre eine Tendenz der Privatisierung und der Gewinnerwirtschaftung gibt, die Einzug erhält in letztlich alle Sphären des Gesundheitswesens. Das hat Etappen genommen. In den 90er Jahren gab es nochmal eine große Etappe der Privatisierung und das Ganze hat nochmal an Dynamik zugelegt Anfang der 2000er Jahre mit den sogenannten Fallpauschalen, die sicherlich dem einen oder anderen auch ein Begriff sind. Das führt dazu, dass wir jetzt insbesondere im stationären Bereich für die Krankenhäuser mehr private Krankenhausgesellschaften haben als Krankenhäuser in öffentlicher Hand. Seit 1991 bis 2018 sind 25% aller Krankenhausbetten abgebaut worden. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die ganz konkreten Arbeitsbedingungen und Abläufe im Krankenhaus. Das ist sicherlich der Bereich, der mit am intensivsten auch in die öffentliche Debatte eingreift. Es ist Arbeitsverdichtung und eine massive Überlastung des Personals, der Beschäftigten, insbesondere in den Krankenhäusern zu vermerken, immer wieder belegt über Gefährdungsanzeigen, Ausfall durch Krankheiten. 2013 sprach Verdi bereits davon, dass 162.000 Vollzeitstellen im Krankenhaus fehlen. Die Statistik deutet das an, dass die Schere aus Fallzahlen und Beschäftigten, das sind jetzt ohne Ärzte, auseinanderklafft. Darüber hinaus erleben wir eine Tendenz von Ausgliederungen, insbesondere von Serviceleistungen im Krankenhaus, in Tochterunternehmen. Das Ganze hat aber auch der Prozess der Ökonomisierung und der Gewinnerwirtschaftung wirkt sich auch aus auf den ambulanten Bereich. Wir haben sicherlich auch vielen einen Begriff, die Zuzahlung zu Medikamenten, zu Krankenpflege, auch zu Krankenhausaufenthalten oder die Ausweitung der sogenannten individuellen Gesundheitsleistung, das, was unter dem Stichwort IGEL dem einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff sein sollte, also Selbstzahlerleistungen, die außerhalb des Katalogs der Krankenkassen liegen. All das ist Ausdruck dieser Ökonomisierungstendenz, die wir erleben. Das Ganze hat die Corona-Pandemie, also diese beiden Seiten, ja, das Verhältnis von sozialer Lage und Gesundheit und die Ökonomisierungstendenz wie im Brennglas gezeigt und verstärkt. Sicherlich am deutlichsten spiegelt das die Situation um die Impfstoffe wider. Die Karte zeigt die Verteilung der Impfstoffe, die insbesondere quasi die Frage von sozialer Lage im globalen Maßstab, der Zugänglichkeit zu Gesundheitsmitteln der Gesundheit zeigt. Die Impfstoffe sind aber zugleich auch ein Beleg für diese Ökonomisierungstendenz, während massiv öffentliche Gelder zur Forschung und Erarbeitung der Vakzine bereitgestellt wurden, sind die Gewinne privat und die Patente werden nicht freigegeben. All das ist in Deutschland zum Teil auf jeden Fall in der öffentlichen Debatte. Ja, es gibt einige Initiativen, Organisationen, auch im gewerkschaftlichen Bereich gibt es natürlich viel Aktivität. Besonders deutlich zeigt sich das am Krankenhaus. Das ist einfach auch der Bereich, der in den letzten 20 Jahren am massivsten diese Ökonomisierungstendenz sicherlich erlebt hat. Es gibt viele Projekte, mit denen wir jetzt auch im Rahmen unserer Veröffentlichung da
mal zu tun hatten oder Kontakte knüpfen konnten. Es gibt Studiengänge, die sich auch wissenschaftlich mit diesen Fragen von Public Health, also öffentliches Gesundheitswesen, oder Health in all policies, also Gesundheit in allen Bereichen der Politik, beschäftigen. Aber die DDR kommt nicht vor. Im Wesentlichen. Und wir meinen zu Unrecht, denn sie muss sich wahrhaftig nicht verstecken mit ihren Erfahrungen, die in 40 Jahren gesammelt wurden. Sie war in der Lage, ein sehr anderes Gesundheitswesen aufzubauen. Und das ist im Prinzip der ganze Hintergrund, vor dem wir dieses Heft erarbeitet haben und welche Rolle es für uns spielt. Also im Kontext der gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen und Aufgaben, diesen Erfahrungsschatz zu bergen und ihn einzubringen in die Debatte. Die Hefte übrigens liegen auch hinten aus, können gerne für eine kleine Schutzgebühr auch mitgenommen werden. Genau, wir werden es jetzt natürlich nicht schaffen, alle Aspekte des Gesundheitswesens hier zu erschöpfen, zu behandeln, aber ich hoffe doch und denke doch, dass wir einige Seiten doch gut nachzeichnen können. Wir sollten dabei uns fragen, erstens, was sind Wesenszüge einer sozialistischen Gesundheitspolitik, des sozialistischen Gesundheitswesens, das auch zu diskutieren und fragen, warum es in der DDR möglich war, bestimmte Dinge anders zu machen, als sie heute laufen. Ja, das ist im Prinzip erstmal eine Vorrede. Ich würde jetzt gerne direkt starten in die Auseinandersetzung. Auch dazu fange ich noch kurz an, dann übergebe ich an meine Mitstreiter. Ja, wenn wir Forschung betreiben zur DDR, dann ist es entscheidend, und das ist wirklich was, was man immer wieder auch betonen muss, dass wir, wenn wir uns Entwicklung anschauen, den historischen Kontext der Entwicklung und die Bedingungen, unter denen die DDR bestimmte Sachen machen konnte und gemacht hat, verstehen. Das ist auch für den Bereich des Gesundheitswesens zentral. Und ich möchte nur zwei Aspekte nennen, die letztlich für alles, was die DDR ausgemacht hat, sehr wesentlich war, aber eben auch für das Gesundheitswesen. Das eine ist der Zweite Weltkrieg und die Bedingungen, die der Krieg hinterlassen hat, 1945. Das ist erstmal für uns sicherlich jetzt auch nicht wirklich in der Weise vorstellbar, oder zumindest für mich als junger Mensch nicht so einfach vorstellbar, aber die Bedeutung von Krankheiten und Seuchen, die grassieren, die erste Ärzteausbildung, die natürlich erstmal völlig unterbrochen ist, die Zerstörung von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen und eine Seite, die wichtig ist, 45% aller Ärzte waren Mitglieder der Nazi-Partei und viele gehen nach 1945 in den Westen. Das heißt, die Ausgangsbedingungen, vor denen die DDR ein Gesundheitswesen aufbauen musste, waren sehr kompliziert. Hinzu kommt die Systemkonkurrenz, eine wesentliche historische Bedingung, unter der die DDR handeln musste. Das heißt konkret Handelsembargo und Sanktionen, die einige Dinge erschweren. Also der Zugang zu Medizinprodukten und Forschung, aber auch, und dazu werden wir nachher sicherlich auch kommen, die Abwerbung von medizinisch ausgebildetem Personal. Ich möchte ganz gerne ein paar Grundzüge konkret aufzeigen und beginne mit Auszügen aus der Verfassung der DDR von 1968. Ähnliches finden wir aber auch in der Verfassung von 1949 und auch von 1974. Darin steht, jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft. Dieses Recht wird durch die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, die Pflege der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, die Förderung der Körperkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik gewährleistet. Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei Krankheit und Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arzneimittel und andere medizinische Sachleistungen gewährt. Was heißt das? Ich würde sagen, zuallererst, der Gesundheit wurde eine hohe politische Bedeutung beigemessen. Sie hat Verfassungsrang. Ja, das ist etwas, was man im Grundgesetz in der Bundesrepublik nicht findet, diese Art von Bestimmung
gesundheitspolitischer Ziele. Außerdem die allgemeine Zugänglichkeit zum Gesundheitswesen, das heißt der kostenlose und gleiche Zugang jeder Bürger und die unentgeltliche ärztliche Hilfe sind wesensbestimmend für das Gesundheitswesen. Und zuletzt wird hier schon deutlich, dass es ein breites Verständnis von Gesundheit gibt. Ja? Was heute dann unter Health in all policies vielleicht firmiert, also Gesundheit in allen Politikbereichen, ist hier schon auch angelegt, ja, von vornherein. Gesundheit als umfassende Aufgabe aller gesellschaftlichen Bereiche. Ich würde noch kurz was auch zum Arbeitsgesetzbuch sagen. Etwas, was wir in Westdeutschland auch nicht kennen, dass es sowas wie Arbeitsgesetzbuch gibt. Es gibt ein, naja, egal, anderes Thema, aber kommt ansonsten jetzt bei der Veranstaltung, glaube ich, eher ein bisschen kürzer. Die Frage von Betriebsgesundheitswesen wäre auch ein Feld für sich, könnte man auch eine abendfüllende Veranstaltung zu machen. Aber ein paar Sachen dazu, die ich ausgewählt habe. Das Arbeitsrecht ist darauf gerichtet, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen in den Betrieben planmäßig zu verbessern, insbesondere den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft zu erhöhen, die soziale und gesundheitliche sowie geistig-kulturelle Betreuung auszubauen und die Voraussetzung für die sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung der Werktätigen zu erweitern. Es garantiert den Werktätigen die materielle Versorgung bei Krankheit, Invalidität und im Alter. Der Betrieb hat planmäßig gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen an den Arbeitsplätzen zu vermindern und die Zahl der Arbeitsplätze mit körperlich schweren sowie einseitig belastenden Arbeiten einzuschränken. Die Kontrolle über den Gesundheits- und Arbeitsschutz in den Betrieben wird vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund durch die Arbeitsschutzinspektion ausgeübt. Auch dazu kurz. Die politische Aufgabe nach Erhalt und Ausbau der Gesundheit hört nicht am Werkstor auf. Ja, das ist, glaube ich, erstmal tatsächlich eine entscheidende Bestimmung. Das Gesundheitswesen dringt in alle Bereiche der Gesellschaft ein und das ist darum erst deshalb auch möglich durch das staatliche Eigentum. Ja, nicht nur des Gesundheitswesens, sondern auch der Wirtschaft im Allgemeinen. Das heißt, dass die Ausschaltung des privaten Eigentümerinteresses, der privaten Eigentümerinteressen, die immer wieder ständig quasi auch Gesundheitsschutz zu unterlaufen versuchen oder in Konkurrenz dazu stehen, ist im Wesentlichen eliminiert. Ja? Das wird auch daran deutlich, dass der Betriebsarzt unabhängig vom Betrieb dem Gesundheitswesen unterstellt ist. Außerdem die Gewerkschaften kontrollieren. Ja? Und das ist schon, glaube ich, etwas, was man auch diskutieren könnte, aber sie waren in der Sphäre der Arbeitswelt eine Macht und konnten sich stützen auf eine umfassende Gesetzgebung, die sie auch einfordern konnten. Ja. Und auch hier wird Gesundheit breit verstanden, es geht um kulturelle und soziale Tätigkeit, wird aber auch deutlich, es gibt auch Konflikte und Grenzen. Ja, der DDR war es auch nicht möglich, schwere Arbeiten einfach zu beseitigen oder dergleichen mehr, das hört nicht auf. Aber was sie machen konnte, war gefährdete Arbeiter regelmäßig zu untersuchen und im Zweifelsfall neuen Tätigkeiten zuzuweisen. Achso, hier sehen wir übrigens eine Arbeitsschutzinspektion bei der Arbeit, die gerade Lärm misst. Okay. Zuletzt will ich noch kurz ein Zitat reinbringen von Ludwig Mecklinger, langjähriger Gesundheitsminister der DDR, der sagt: Die Gesundheitspolitik wurde in der DDR als Gesamtheit der ideologisch-kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und medizinischen Maßnahmen verstanden, konzipiert und innerhalb der staatlichen und gesellschaftlichen Bereiche in unterschiedlicher Intensität und Qualität mit dem Ziel praktiziert, die äußeren Bedingungen des Lebens der Bevölkerung gesundheitserhaltend gestalten zu helfen und zu optimieren, mehr Gesundheit herbeizuführen, den kranken Menschen in Anwendung der Erkenntnisse und Erfahrungen der modernen Medizin erfolgreich zu behandeln und zu betreuen, sowie den unvermeidbaren Tod immer mehr zurückzudrängen. Das kann man mal ein bisschen sacken lassen, zumindest nicht nur, weil es in einem Satz geschrieben ist, sondern auch, weil es doch einiges da drin steckt, würde ich sagen. Das Zitat ist erst nach 1990 geschrieben, aber ich denke, das, was deutlich wird, ist, hier ist wirklich ein umfassendes Verständnis von Prävention angelegt.
Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, die Ursachen für Krankheit bzw. der Gesundheitsschädigung auszumachen und diese gesellschaftlich anzugehen. Ja? Das ist im Prinzip das, was auch die Sozialhygiene intensiv untersucht. Das ist im 19. Jahrhundert ein Zweig der Medizin, mit dem Virchow unter anderem auch verknüpft ist, der damit beginnt, das Verhältnis von sozialer Lage und Gesundheitszustand zu untersuchen. Und das wird hier sehr breit umfassend aufgemacht. Das heißt, die Gesellschaft ist verantwortlich für Fragen der Gesundheit, nicht allein das Individuum, würde ich sagen. Und dafür gab es in der DDR auch entsprechende Strukturen wie das Zentralinstitut für Arbeitshygiene oder Sozialhygiene, Kommunalhygiene, die genau das auch versucht haben zu untersuchen und dazu Forschung zu betreiben. Es ist außerdem auch hier deutlich, dass es ein umfassendes Verständnis von Gesundheit gibt, was auch in den anderen beiden Zitaten schon deutlich wurde. Es geht um ideologisch, kulturelle, soziale, wirtschaftliche und erst im letzten Teil medizinische Versorgung, ja? Maßnahmen. Ja. Das heißt, die Wirkung, die Beschäftigung damit für mich auch individuell hatte, mit dem Heft das zu schreiben, war, dass hier plötzlich, wie mir schien, die Priorität gesellschaftlicher Entwicklung danach gefragt werden konnte. Ja? Also das heißt, was sind eigentlich die Maßstäbe einer gesellschaftlichen Entwicklung, was heißt jetzt unter der sozialistischen Prämisse die immer bessere Befriedigung der Bedürfnisse im Hinblick auf die Gesundheit. Ich meine, dass damit angelegt ist zumindest ein gewaltiges Entwicklungspotenzial, was natürlich beschränkt ist über die Möglichkeiten des Machbaren. Aber es war möglich, diese Sachen politisch abzuwägen und zu diskutieren. Okay, so viel von meiner Vorrede. Ich habe wahrscheinlich mein Zeitkontingent überschritten etwas, aber deswegen gebe ich gerne direkt weiter ab an Herrn Niemann, der uns etwas zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz erzählen kann. Ja, also schönen Dank für diese Einführung. Ich sitze hier eigentlich ein bisschen als Ersatzmann, weil wir hatten ursprünglich gehofft, dass eine Kinderärztin hier selber auch berichten kann, aber sie ist leider krank geworden, Frau Dr. Giersch. Dieses Heftchen kann natürlich nicht das gesamte Thema behandeln. Und neben diesem, sagen wir mal, historischen und gesellschaftspolitischen Einstieg haben wir uns ja konzentriert im Grunde genommen auf 5 Themen, wenn Sie das, also ich kann nur werben, wie macht man das auf 60 Seiten? Also das mal, dass wir das Stichwort Polyklinik vertieft versucht haben darzustellen. Dazu wird gesprochen, dass wir die Kindergesundheit thematisiert haben, dass wir das Betriebsgesundheitswesen thematisiert haben und auch noch die internationale Arbeit der DDR. Also daraus ergibt sich schon, dass viele Themen überhaupt nicht angesprochen worden sind. Und ich möchte etwas zur Kindergesundheit, sage ich mal, sagen. Also das sind hier 7 Seiten in diesem Heftchen. Und da möchte ich aber mit einem Zitat beginnen, vielleicht mit 2 Zitaten, die da nicht drin stehen, deswegen hier. Ich habe die Regine Hildebrand. Viele Junge, ich behaupte jetzt, manche Jüngeren hier wissen gar nicht, wer das war. Aber die gelernten DDR-Bürger und die Älteren wissen das. Regine Hildebrand sagt 1994 auf ihre eigene Art, als geradezu widersinnig empfinde ich die systematische Zerstörung der Polykliniken. Das Gesundheitswesen im Osten war gewiss dringend sanierungsbedürftig. Den überall zutage tretenden Mängeln trotzte es oft nur durch aufopfernde Tätigkeit seiner Mitarbeiter. Dass aber auch zerschlagen werden musste, was gut an ihm war, ist mit Vernunft einfach nicht zu begründen. Schon das Wort Polyklinik ist negativ belegt. Und die 30 Einrichtungen, die wir im Land Brandenburg retten konnten, heißen nun Gesundheitszentren. 94. Polyklinik macht dann Dr. Dübel, und zu den Mängeln komme ich noch zurück in einem bestimmten Zusammenhang. Und dann Kindergesundheit. Ich freue mich,
dass erstmal eine der Autorinnen dieses Büchleins, was 2006, 2007 erschienen ist, also in der neuen Zeit, zur Gesundheit, Entwicklung, Erziehung in der frühen Kindheit, Wissenschaft und Praxis in der DDR. Und da habe ich ein zweites Zitat, nämlich einer Stellungnahme der Bundesregierung von 2006, 15 Jahre nach der Einheit, zu dem damals vorgelegten Kinder- und Jugendbericht 2005 einer Sachverständigenkommission. Und da bringt es die Bundesregierung doch fertig festzustellen. Die Bundesregierung bedauert allerdings die unzureichende Auseinandersetzung mit dem abgestimmten System von Bildung, Betreuung und Erziehung vom frühen Kindesalter bis zur Ausbildung in der DDR als Teil deutscher Entwicklung. Der Bericht beansprucht, die bisherige Situation in Deutschland zu erfassen und wird dem durch die im Schwerpunkt eingenommene westliche Perspektive nicht gerecht. Also das Erste ist, wenn man nach 30 Jahren damit sich auseinandersetzt, es gibt schon auch in der alten Bundesrepublik und der jetzigen kluge Leute, die schon wissen, was sie unter Umständen hier in der DDR auch nachgucken können, was da vielleicht auch aktuell besser ist. Und dann sage ich auch, nach 30 Jahren, die Frage ist ja legitim, nach 30 Jahren hat sich nicht nur durch Pandemie und auch durch die akuten krisenhaften Züge auch des Gesundheitsbereichs, hat sich natürlich auch Spreu vom Weizen getrennt. Und so als Vorbemerkung zu diesem Kindergesundheitsthema. Also wir haben hier in den 7 Seiten sind 9 inhaltliche Punkte, werden angesprochen. Ich will die jetzt nicht alle, ich will das erste, ja, es ist gelungen in der DDR, auf der Grundlage dieser allgemeinen Überlegungen, dass Gesundheit eine gesamtgesellschaftliche und vor allen Dingen auch eine staatliche Aufgabe ist, gemeinsam natürlich, in diesem Falle mit den Eltern, ein System, ein ineinander abgestimmtes System der gesundheitlichen Betreuung aller Kinder und Jugendlichen, also von vor der Geburt bis zum 18. Lebensjahr aufzubauen. Allein das ist schon eine große Leistung, die man im Einzelnen jetzt gar nicht im Einzelnen darstellen kann. Aber man muss einfach feststellen, es ist ein abgestimmtes System von der Schwangerenbetreuung über die Mütterberatung, über die Reihenuntersuchung regelmäßig in Abhängigkeit vom Alter der Kinder, aller Kinder, über die Impfprophylaxe, über das System der Kindereinrichtungen bis hin zur Schule, Ferienlager und so weiter. Ich muss das jetzt nicht hier im Einzelnen, das ist auch nachlesbar. Ich will bei der Gelegenheit nur an eins erinnern, was einem im Nachhinein dann oft auffällt. Also die DDR hatte um die 4000 Kinderärzte, Kinderärztinnen vor allen Dingen. Die Bundesrepublik hatte 1988, 89 nach Statistik ausgewiesen rund 6500 Kinderärzte. Das heißt, in der Bundesrepublik waren etwa gut 3% aller Ärzte Kinderärzte. In der DDR waren es fast 10%. Gleiches könnte man über die Kinderzahnärzte sagen. Allein das ist schon mal ein interessanter Fakt und jetzt komme ich auf den Begriff der Mängel zurück. Also die DDR hat es fertiggebracht über Laufe der Jahre, also auch ausreichend, es fehlt nie, reicht nie, aber der Beruf des Kinderarztes war ein wichtiger, spezieller Beruf, weil Kindermedizin, das war die allgemeine Sicht da in der DDR, nicht eine kleine Erwachsenenmedizin ist, sondern eine eigenständige Facharztrichtung. Das ist bis heute in dieser Bundesrepublik, wird das zum Teil ganz anders gesehen. Also diese Trennung oder diese Arbeitsteilung allgemeiner Praxis und Kinderpraxis
ist sehr verwaschen. Also nur dieses eine Beispiel, um dieses Gewicht auch dieser Seite, den Schutz der Kindergesundheit zu betreiben, zu deutlich zu machen. Es gibt ja den Begriff der Einheit von Prävention, kurativer und nachsorgender medizinischer Arbeit. Das ist ja auch so ein Standardbegriff. Ich denke, dass in diesem Bereich der Kindergesundheit das in einem beispielgebenden Maße umgesetzt werden konnte im Laufe der 4 Jahrzehnte. Also diese Einheit von vorbeugender Betreuung und Untersuchung mit behandelnder, also ist, um das mal ganz praktisch zu machen, also die Kinderärzte in einer Poliklinikabteilung konnten ihre Arbeit eben so organisieren und haben sie organisiert, dass sie ihre Pflichten arbeitsteilig und in Abstimmung mit der Planung, dass sie ihre Pflichten, ihren Beitrag zur Schwangeren- und Mütterberatung leisten konnten, dass sie teilgenommen haben an den Reihenuntersuchungen, dass sie aber auch kurativ die Kinder dann, also wenn es nötig war, zu behandeln, dass im Ergebnis dieser Reihenuntersuchung die Kinder, bei denen Auffälligkeiten vorgefunden worden sind, also direkt versucht worden, sie einer Behandlung und einer speziellen Behandlung zuzuführen. Also ich denke, dieses System war 1990 nicht mehr möglich fortzusetzen. Also ich habe das selber erlebt als Gesundheitsstadtrat, wie in Marzahn oder in Hellersdorf als kinderreicher Bezirk plötzlich die wenigen Kinderärzte, die im Gesundheitsamt arbeiteten, sie konnten zwar die Schuleingangsuntersuchungen machen, sie durften aber nicht mehr behandeln. Den Kinderärzten wurde nach der Wende untersagt, ihre Eltern oder andere Eltern daran zu erinnern, dass sie ihre Kinder mal impfen müssten. Die Impfung wurde aus dem jetzt öffentlichen Gesundheitswesen den niedergelassenen Ärzten zugeordnet. Also einfach dieses System funktionierte nicht mehr und es wurde auch im Grunde genommen eingestellt. Also ein anderes Beispiel, es gehörte zu den Aufgaben der Kinderärzte, dass sie zugeordnet bekamen in ihrem Einzugsbereich regelmäßig eine Kinderkrippe bzw. einen Kindergarten zu betreuen. Das heißt, die Ärzte sind dann dahin gegangen, einmal in der Woche oder auch seltener, also abgestimmt, konnten dort zum Teil in Zimmern, die es also auch gab in der Kita, konnten dort fällige Impfungen vornehmen, konnten mit der Kita-Leiterin sozusagen, ist euch was aufgefallen, man konnte dann reagieren, wenn Kinder gesundheitlich auffallen, um mit den Eltern gemeinsam dann auch etwas zu unternehmen. In der Schule ebenfalls, in vielen Schulen gab es auch Räume, die dann eben einmal in der Woche oder wann auch immer sie gekommen sind, von dem zuständigen Jugend- oder Kinderarzt dort aufgesucht wurden. Dort konnte man Impfungen machen oder bestimmte andere Dinge, auch Kontrollen, hygienische Art und so weiter. Diese ganze Struktur ist ja weggefallen 1990. Also ich will das mal bewusst jetzt sagen, als Stadtrat beteiligt war am Bau einer neuen Schule, gab es nicht nur keine Idee, dass da etwa ein Arztraum zu planen ist, da war auch nicht geplant, dass da eine Schulspeisung stattfindet. Das war räumlich in der Standardplanung westdeutscher Schulen überhaupt nicht vorgesehen. Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre geändert. Also ein nächster Gedanke der Kindergesundheit, der Versuch und auch der gelungene Versuch, ich habe es schon angedeutet, alle relevanten Bereiche praktikabel zu integrieren. Also natürlich begonnen bei den Eltern. Aber die Schule als Ort von Gesundheit, als Ort auch von Gesundheit zu begreifen und damit dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse in der Schule, also nicht nur durch diese schon beschriebene
regelmäßige aufsuchen, sondern generell auch durch Normative, für Kindereinrichtungen zu integrieren. Die Frage Schule als Ort der Gesundheit ist ja extremst in der Pandemie, hat das ja eine Rolle gespielt. Und leider, zumindest am Anfang, in einer problematischen Weise. Man kann auch heute, das hat Virchow schon erkannt, Schule ist ein besserer Ort, als die Kinder sich selbst oder dann den Eltern zu überlassen. Natürlich, und da, man muss das sehr stark kontrollieren. Es gibt ja da inzwischen auch einen Konsens. Ich will hier, habe mir mitgebracht, übrigens interessant, das ist ein Poster, würde man heute sagen, aus dem Jahr, ich glaube 1947, der sowjetischen Militäradministration und der deutschen Zentralverwaltung für Gesundheit, wo eben auch damals unter anderen Bedingungen Schule als Ort des zweckmäßigen auch Begegnen der Seuchengefahr und so weiter, mit klaren Pflichten für die Lehrer und so und die Kinder und definiert worden ist. Und ich denke, das war und ist konzeptionell ein wichtiger Fakt. Ich will ein Stichwort noch bringen zu den Kinderkrippen. Also in der DDR, und das war vergleichsweise international eine seltene Leistung, waren ja am Ende der DDR 80% der in Frage kommenden Kinder bis zu 3 Jahren in Kinderkrippen betreut. Das hat sich im Laufe der Zeit, 50er Jahre, Schritt für Schritt zu diesem Standard entwickelt. Ein großer gesellschaftlicher Aufwand, denn in den Kinderkrippen arbeiteten ja auch viele Zehntausende Krippenerzieherinnen. Und wir hatten ja zur Wende eine große polemische Auseinandersetzung drüber, weil es ja in der Bundesrepublik zwar Kitas gab, aber die Kinderkrippen nicht nur nicht existierten oder kaum und verteufelt wurden. Ich will hier ganz bewusst auf Folgendes hinweisen, das ist auch in diesem Buch nachzulesen. Mit der Bildung zum Beispiel des Instituts für Kinder- und Jugendgesundheitsschutz in der DDR und dem Engagement der dort tätigen Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, ich will hier nennen auch eine, die das gegründet hat, die Eva Schmidt-Kolmer, also eine Ärztin, die aus der linken Bewegung in der Weimarer Zeit hervorgegangen ist. Man hat in den 50er Jahren kennengelernt, gemerkt, Kinder, die zu lange nicht bei ihren im familiären Bereich sind, da gibt es Adaptationsschwierigkeiten oder einen sogenannten Hospitalismus. Das weiß man auch, wenn Kinder lange in Krankenhäusern sein müssen. Also die Frage, wie man Kinder richtig und gut, gerade die kleinsten Kinder, in Kinderkrippen, darum geht es mir jetzt, betreut, ist keine einfache Frage. Und die hat aber in der DDR wurde sich diesem Thema systematisch gestellt. Ich kann hier auch 2 Beispiele bringen. Entschuldigung. Sonst musst du langsam vielleicht auch zum Ende kommen. Ja, ich bin ja auch gleich zum Ende. Also man muss schon genau erforschen, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein kleines Kind, in die Krippe aufgenommen zu werden. Und da gab es auch Tendenzen, wie lange soll eine Kinderkrippe überhaupt geöffnet sein? Wie viele Stunden am Tag sollten Kinder weg von der Familie sein dürfen? Alles das wurde wissenschaftlich solide untersucht und versucht in die Praxis umzusetzen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass in den 70er Jahren Versuche von manchen Betrieben, die Öffnungszeiten ihrer Betriebskindergärten und Krippen sozusagen dem Arbeitsprozess, dem Schichtarbeitprozess anzupassen, so nach dem Schema bis um 9 Uhr oder ab 6 Uhr schon und so weiter,
das wurde unterbunden in der DDR. Also mir geht es hier darum, nur an diesem Beispiel, dass hier auch eine sorgfältige, begleitende, wissenschaftliche Arbeit zum Wohle des Kindes betrieben worden sind, was am Ende zu der Schlussfolgerung geführt hat und ja auch heute in der Bundesrepublik begriffen worden ist, dass ein Kita-Besuch, ein Krippenbesuch speziell, ein notwendiger und für die Kinder wichtiger Teil ihres gesamten Aufwachsens ist. Ein notwendiger Teil, nicht ein Ersatz für Familie. Und auf dieser Grundlage ist erfreulicherweise auch, hat sich in den letzten Jahren in der Bundesrepublik generell ja auch eine Änderung im Zugang zu diesem Thema ergeben. Ich will nur eine Anmerkung machen zur Zahngesundheit. Die Kinderzahngesundheit hat in der DDR eine größere Rolle gespielt als nach der Wende. Das glaubt man nicht, weil natürlich jetzt die Zahngesundheit sozusagen, die Prothetik und alles, was da möglich ist, scheinbar sehr, sehr gut entwickelt ist. Aber die Kinderzahnpflege, die Vorbeugung, die Kariesprophylaxe ist auch im Grunde genommen nach 1990 auf ein ungenügendes Niveau zurückgegangen. Soweit einige Bemerkungen zu diesem Thema Kindergesundheit. Und da komme ich nochmal zu den Mängeln zurück. Es war naturgemäß so, dass man die Mängel an Verbrauchsmaterialien, am baulichen Zustand, an leider nicht genügend vorhandenen medizintechnischen Geräten, auch an einigen Medikamenten, was ja es realistischerweise gab, ein bisschen mit der Betonung dieser Dinge, alle solche Dinge, was tatsächlich strukturell und praktisch geleistet worden ist, ein bisschen unter den Tisch hat gekehrt. Und da komme ich jetzt an die beiden Beispiele, also wo da der Mangel war bei 80% Krippenbetreuung, wo da der Mangel war bei einer hervorragenden Impfprophylaxe, wo da der Mangel war bei den erwähnten viel größeren Anteil an Kinderärzten. Das müsste man dann erst einmal belegen können. Wir kommen, eigentlich war jetzt noch vorgesehen, ein bisschen zur Impfprophylaxe, zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu sagen. Das lasse ich jetzt hier weg, aber vielleicht können wir in der Diskussion dazu kommen, weil es ja ein hochaktuelles Thema ist. Ja, vielen Dank. Ich würde einfach direkt an Sie her übergeben, Herr Dübel, zum Thema der Polikliniken oder des poliklinischen Systems. Ich bin 1964 ins Gesundheitswesen vom Studium entlassen worden und als erstes, als ich in Görlitz angefangen habe, sagte der Chef zu mir, und du gehst morgen in die Poliklinik. Eine Situation, die hat mich also völlig überfordert. Keine Ahnung, man hat dann also in der Poliklinik gearbeitet ohne Kenntnis. Und hat das gemacht, was der Vorgänger gemacht hat. Ich sage das nicht, weil wir nun ausgesprochen blöde waren zu dieser Zeit, sondern es war üblich, dass die poliklinische Arbeit nach der stationären einen sehr schlechten Stellenwert hatte. Es wurde auch dort Medizin gemacht. Und es war für mich eine sehr interessante Entwicklung, dass gerade in den 60er Jahren es ein Umdenken in der DDR gab, da ja 95% der Medizin wird ja ambulant gemacht, dass diesem Bereich ein höherer Stellenwert zugeordnet wird und erreicht werden sollte, dass also die Einrichtungen eigenständig, selbstbewusst, ohne den Chef der Klinik eines Krankenhauses arbeiten kann. Und diese Entwicklung habe ich bewusst erlebt, wie das so ist. Man denkt immer, man hat sie auch mitgestaltet. Das ist natürlich dann immer die Altersweisheit, dass das natürlich sicher nicht so ist.
aber eine sehr interessante Zeit. Was sind eigentlich Polikliniken? Ich habe mal nachgeguckt, wie das also in heutigen aktuellen bundesdeutschen Wörterbüchern steht. Da steht gar nichts zu. Das Wort gibt es gar nicht. Zum Glück gehöre ich zu denen, die alte DDR-Bücher nicht weggeschmissen haben. Ich habe also noch ein Meyers Universallexikon von 1976 in meinem Bücherschrank gefunden, von Leipzig. Und dort steht in der Definition drin, es sind staatliche Einrichtungen, die mindestens 5 Abteilungen haben und Labor, Röntgenabteilung und eine Physiotherapie. Eine sehr klare und eindeutige Geschichte. Sie waren staatlich. Das ist das, worüber wir jetzt reden. Also nicht irgendeine Privatperson betreibt dieses Unternehmen, sondern der Staat, der dafür verantwortlich ist, dass das Personal da ist, wenn eine Einrichtung gebaut ist, diese Einrichtung unterhält und den Leuten auch das Geld bezahlt. Und diese Geschichte hat geklappt und es war nie notwendig, dass wir im Gesundheitswesen, auch natürlich nicht im Ambulanten, primär darauf achten mussten, dass Geld da ist. Natürlich war nie Geld da, wenn man was Besonderes wollte. Das kennt jeder, das ist also nicht nur im Gesundheitswesen so. Aber es war, die Grundbedürfnisse waren sowohl in der Vorbereitung als auch in der ständigen Bereitschaft waren vorhanden. Die Polikliniken, die dann in der DDR schrittweise in Größenordnung gebaut werden, besonders natürlich in städtischen Ballungsgebieten, also in den Großstädten. Natürlich gab es auch auf dem Land, in Kreisstädten, durchaus Polikliniken, die eben nach diesem Prinzip arbeiteten. Aber eine besondere Voraussetzung war es in städtischen Ballungsgebieten, und wir haben ja in der DDR viele Neubauten gemacht, Leipzig, Rostock, natürlich in Berlin ganz besonders. Und ich gehörte zu denen, die angefangen haben, dann in Marzahn auch dort das Gesundheitswesen aufzubauen, hatten eine erste kommunale Poliklinik, die ich dann geleitet habe, nachdem es in Berlin, in Lichtenberg, schon 2 weitere gab. Und wir haben dann bis 1990 nochmal 2 große medizinische Einrichtungen gebaut, Polikliniken ganz bewusst, die also mit allen medizinischen Fachgebieten ausgestattet waren und die gesamte komplexe medizinische Betreuung erledigen konnten. Wie sollte es auch anders sein? Wir konnten natürlich nicht in ein Wohngebiet mit 35.000 Wohnungen und 100.000 Einwohnern, die nachher später sehr weit überschritten wurden, besonders als noch Hellersdorf dazu kam, konnten wir nicht mit Arztpraxen bedienen. Das war jeder, sonst hätten wir jede Eckwohnung mit einem Arzt besetzen müssen. Das war organisatorisch gar nicht zu bewerkstelligen. Und dann war der Bau von Polikliniken eine sehr effektive Geschichte, die natürlich nicht nur für die Mediziner und Mitarbeiter dort, es waren kurze Wege, man hatte alle Fachabteilungen in einem Haus, man hatte die Physiotherapie im Haus, die Zahnärzte mit ihren zahntechnischen Labors. Und das war ein großer Gewinn auch für die Leute. Sie mussten nicht so viel laufen. Also ich kenne auch noch die Phase, wenn man in Berlin in den alten Stadtbezirken zum Doktor wollte. Man hat sich die Hacken wund gelaufen. Man musste zum Hausarzt, dann musste man zum Spezialisten, zum Röntgen und ins Labor musste man wieder laufen. Und diese Geschichte haben wir mit den Polikliniken natürlich völlig aus der Welt geschafft. Es war so, diese Polikliniken waren richtige Leitungsorgane. Es war also so, die waren natürlich staatlich organisiert, aber sie hatten einen Direktor, sie hatten eine Oberin, hatten natürlich auch einen Parteisekretär und einen BGL-Vorsitzenden, aber es war eben dieser gesamte Leitungsprozess, war auch diese großen Einrichtungen, die mussten geführt werden. Das musste organisiert werden und das haben wir eigentlich dann auch in diesen Polikliniken geschafft und es war eine sehr traurige Geschichte, dass dann also zum Beginn der Wende diese Polikliniken in ihrer Funktion
eingeschritten, beschnitten wurden. Sie existieren zwar auch heute noch als Bau, ja, diese, und es wird dort auch Medizin gemacht. Wir haben es also erreicht, dass also nicht nur Großbetriebe dann in diese Polikliniken gezogen sind, gut einverstanden, meine Sparkasse, aber im Wesentlichen sind das medizinische Einrichtungen geblieben, die natürlich dann leider privatkapitalistisch organisiert werden, denn die Ärzte mussten in den Gebäuden natürlich Geld verdienen. Eine Geschichte, die sich früher immer kein Mensch vorstellen konnte im sozialistischen Gesundheitswesen. Die Vorteile waren, wir hatten dann zum Beispiel dort eine zentrale Anmeldung, will man noch sagen, als die DDR zu Ende ging, begann die EDV, das war natürlich in den Polikliniken, gab es noch keine Computer oder sagen wir zum Ende. Der DDR hat mein ökonomischer Direktor einen Arbeitsplatz Computer gehabt und wollte uns immer zeigen, wie schön der ist. Der hat damit nur also seine Berechnungen gemacht für die Ökonomie im Gesundheitswesen. Haben wir gesagt, also Quatsch, brauchen wir nicht. Das ist natürlich Unsinn. Ja? Man braucht das und es gibt heute kein Gesundheitswesen mehr ohne EDV. Das ist gar nicht möglich. Ja, aber wir haben das noch mit zentralen Anmeldungen gebracht. Ja, das war alles organisiert. Die Schwestern nahmen die polyklinischen Akten, ging damit in ihre Zimmer und der Patient hatte seine Zeit, der musste sich darum nicht kümmern, der hatte seinen Termin und ich denke, das hatten wir alles sehr gut organisiert. Die Blutabnahme, die Organisation, die Terminvergabe in den Polykliniken. Also, und wer heute die Polykliniken kennt, weiß, dass natürlich vieles von dem, was wir dort in der DDR gemacht haben, auch heute noch funktioniert. Vor allen Dingen auch die kollegiale Zusammenarbeit. Es ist nicht so, dass der eine dem anderen unbedingt den Doktor wegschnappt, ja, oder den Patienten wegschnappt, weil es einfach nicht notwendig ist. Es ist so viel zu tun, es gibt so viel Bedarf an medizinischer Betreuung, dass dieses typisch kapitalistische Prinzip auch heute zum Glück sich mit der Bevölkerung und den Ärzten und dem Personal dort gehalten hat. Ich möchte noch etwas sagen, ganz kurz zu der wissenschaftlichen Arbeit, auch polyklinischer Arbeit. Wir hatten in der DDR eine Gesellschaft Krankenhauswesen, Gesellschaft Krankenhauswesen der DDR. Es gibt ja auch eine westdeutsche Krankenhausgesellschaft, mit der wir relativ wenig Kontakte hatten, weil sie anders organisiert war und die eigentlich mit uns auch nichts zu tun haben wollte. Wir haben in dieser wissenschaftlichen Gesellschaft auch nicht nur die stationären, sondern auch die ambulanten Probleme wissenschaftlich bearbeitet. Und das war ein Novum, dass es also auch möglich war, in der wissenschaftlichen Arbeit diese polyklinischen Dinge wissenschaftlich zu bearbeiten. Und wir haben das sehr intensiv und sehr gerne gemacht. Und es hat auch Spaß gemacht. Man hat dort also dann organisatorische Prinzipien der Polyklinik versucht zu verallgemeinern und anderen mitzuteilen. Und das war eine sehr interessante Arbeit. Dazu haben wir auch sehr viele Veröffentlichungen gemacht, denn wir wollten natürlich in der Organisation der Polyklinik nicht den chirurgischen Chefärzten in den Kliniken Konkurrenz machen. Das war nicht der Sinn der Übung, sondern es war genug Arbeit darin, diese Polykliniken wissenschaftlich so zu betreiben, dass das also möglich ist. Ja, das sind meine 10 Minuten. Und ich denke, dass wir gerade dazu zum ambulanten Gesundheitswesen, was ja heute Thema ist, doch noch eine Menge zu diskutieren haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich denke auch, dass wir auf viele Aspekte gleich nochmal auch eingehen können. Bevor wir aber die Runde eröffnen, gebe ich das Wort an Frau Dr. Rausch, die uns etwas zum Aus-, Weiter- und Fortbildung im medizinischen Bereich erzählen kann. Ja. Vielleicht ist es, wenn Sie es mit Maske ich habe mich so dran gewöhnt. besser verstehen. Ja, schönen Dank. Also es wurde viel jetzt gesagt, was so alles geleistet wurde. Dazu brauchte man natürlich Ärzte. Und das war das große Problem. Wir hatten 1949, als die DDR gegründet wurde, sehr, sehr wenig Ärzte. Die ambulant tätigen Ärzte waren in eigener Niederlassung, wie es ja heute wieder modern ist.
Und ein Großteil der Ärzte entweder durch den Krieg verloren gegangen oder hat sich dann nach Westdeutschland abgesetzt. Sodass wir mit sehr, sehr wenig Personal beginnen konnten. Und deshalb habe ich versucht mal darzulegen, wie ist es uns gelungen, dass wir dann ein hochqualifiziertes ärztliches Personal hatten. Ich glaube, ein ganz großer erster Schritt war die Bildung von Vorstudienanstalten. Wir hatten ja eine ganz große Menge von jungen Leuten, teils kriegstraumatisiert, teils mit abgebrochenen Abitur, mit kriegsbedingt, die gerne irgendetwas machen wollten, die aber nicht die Voraussetzungen mitbrachten, um jetzt sofort ein Studium an der Universität aufzunehmen. Also gab es diese Vorstudienanstalten, die dann später in die Arbeiter- und Bauernfakultäten übergingen, das ist die ABF. Ich finde, dieser Bildungsweg war natürlich hoch umstritten. Vor allen Dingen, es wurde von Seiten der Akademiker, egal welcher Fachrichtung, mit dem Kopf geschüttelt, wie man eine Arbeiter- und Bauernfakultät bilden konnte. Das passte nicht in das System von Universitäten. Und dann, als die ersten Absolventen dieser Fakultäten fertig waren, hatten sie auch noch die Möglichkeit, bevorzugt, die Möglichkeit, Medizin oder Zahnmedizin zu studieren. Und das war natürlich für die etablierten Ärzte ganz schön schwierig, das zu verkraften. Aber damit war der erste Grundstein gelegt, neue Ärztegenerationen heranzuziehen, die auch auf einem völlig anderen sozialen Hintergrund kamen. Und das hat uns dann später auch mächtig geholfen bei den vielen Dingen, die wir dann versucht haben anzupacken. Als diese erste Ärztegeneration dann fertig war, waren wir ja bestrebt, diese Leute vor allen Dingen in die Grundbetreuung, haben wir immer gesagt. In der Grundbetreuung, das war Allgemeinmedizin, also heute Allgemeinmedizin, Kinderärzte und so weiter, in die Grundbetreuung zu bringen. Natürlich waren die Wünsche oftmals nicht dementsprechend der Absolventen. Und dann wurde 1955, mussten alle Studienbewerber sich verpflichten, bei der Immatrikulation nach dem erfolgreichen Ende des Studiums für 3 Jahre einen festen Arbeitsplatz anzunehmen, der ihnen angeboten wurde, aber sie hatten natürlich dann nicht viel Möglichkeiten. Also 3 Jahre musste es bleiben. Mit dieser sogenannten Absolventenlenkung, das war ein Wort, was viel Widerspruch auch auslöste, ist es dann letztendlich gelungen, Schwerpunkte zu besetzen, also Schwerpunktbereiche zu besetzen. Diese Absolventenlenkung hat modifiziert bis 1990 funktioniert. Ich muss dazu auch sagen, ein Vorteil dieser Absolventenlenkung war auch, dass die jungen Leute dann in einem bestimmten Poliklinik, auch Krankenhaus, je nachdem, einen Weiterbildungsvertrag bekamen. In dieser Weiterbildungsvertrag waren alle Schritte der Weiterbildung festgelegt. Und der Arbeitgeber, in dem Fall der staatliche Arbeitgeber, war verpflichtet, diese Schritte einzuhalten. Es musste sich also keiner darum kümmern, kriege ich dort eine Hospitation oder kann ich da mal ein halbes Jahr arbeiten. Also das hatte natürlich einen riesengroßen Vorteil. Das zu würdigen, ich glaube, das ist den meisten dann erst hinterher klar geworden, als es anders war. Aber nun gab es natürlich Ärger, sehr großen Ärger sogar, dass die Absolventen der Arbeiter- und Bauernfakultät oder Arbeiter verstärkt Studienplätze in der Medizin und Zahnmedizin bekamen. Und damit weniger der Ärztekinder damals, würde ich sagen, also des ärztlichen Personals. Das war der Grund, warum sehr, sehr viele gerade in den Jahren 53 bis 58 das Land verlassen haben. Bitter.
Wir sind nach Westdeutschland gegangen, haben dort nochmal ein Jahr das Abitur, das Westabitur nachgeholt und konnten dann dort studieren. Aber die jungen Leute gingen uns verloren und machte natürlich sehr, sehr viel Ärger auch unter den Eltern, was meistens Ärzte Eltern waren oder ein Teil Ärzte. Auch das war der Grund, dass sie dann das Land verließen. Also wir haben schwierige Bedingungen gehabt. 1960 gab es dazu auch eine Gesundheitskonferenz, immer mit dem Bestreben, irgendwie müssen wir doch das richtig hinkriegen. Dann kam ja die Trennung, also die Mauer, wie man sagt, ja, 1961. Dann war dieses Problem, zumindest der Abwanderung erstmal etwas gewildert. Es ging auch weiter. Aber die Weimarer Gesundheitskonferenz von 1960 hatte vor allen Dingen Prämissen gesetzt für die Weiter- und Fortbildung der Ärzte. So dass wir ab 1961 eine erste Weiterbildungsordnung für Allgemeinmedizin haben. Und dieses Fachgebiet Allgemeinmedizin, dazu möchte ich ganz kurz meinen geschichtlichen Abriss. Diese Facharztordnung von 1937, modifiziert 1949, die hatte 14 Fachgebiete, aber Allgemeinmedizin war nicht drin. Und es war gang und gäbe, dass sowohl zu Anfang bei uns als auch in der Bundesrepublik die approbierten, also die Ärzte mit erfolgreichem Staatsexamen, konnten nach einem Jahr praktischer Tätigkeit selbstständig arbeiten. Und das haben wir geändert mit der ersten Facharztordnung 1961. Wir haben festgelegt, dass die Weiterbildung 3 Jahre betragen muss in verschiedenen Fachrichtungen, die dann hospitiert wurden bzw. auch gearbeitet wurden. Und es war dann der Facharzt praktischer Arzt. So wurde das, es muss ja immer einen Namen haben, sein Kind. So, dieses übrigens bis 1990 galt in der Bundesrepublik dieses Prinzip praktischer Arzt immer noch mit ein- bzw. zweijähriger Weiterbildung. So, dann gab es natürlich durch diesen Facharzt Allgemeinmedizin haben sich auch Strukturen entwickelt, wie Fachkommissionen, die das ja dann überprüfen brauchten. Es hat sich eine Gesellschaft für Allgemeinmedizin gebildet, eine medizinisch-wissenschaftliche Gesellschaft unter dem Dach der klinischen Medizin. Der wissenschaftliche Schub, der in dieses Fach, was ja eigentlich das wichtigste Fach in der Medizin ist, eigentlich haben wir gesagt, es müssen die besten Absolventen müssen Allgemeinmediziner werden, weil die wirklich gefordert werden auf allen Bereichen. Da hat sich also ein wissenschaftlicher Schub entwickelt, der bis 1990 wirklich hervorragend war, aus meiner Sicht hervorragend war. Wir wurden auch darum beneidet. Ich muss sagen, in den Gesprächen nach 1990 mit Ärzten, die haben uns gebeten, behaltet das, kämpft darum, dass das so bleibt. In der BRD ist der Facharzt für Allgemeinmedizin 1990 noch nicht. 1985 gab es von der Europäischen Gemeinschaft die Auflage, eine Richtlinie, dass es 3 Jahre Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Und das musste natürlich von der BRD übernommen werden. Und dann wurden auch dort Weiterbildungsmöglichkeiten für die Allgemeinmedizin geschaffen. Die Weiterbildung war, also Hauptaufgabe der Akademie für Ärztliche Fortbildung oder Deutsche Akademie für Ärztliche Fortbildung, wie sie damals hieß, später Akademie für Ärztliche Fortbildung DDR, war federführend für die Weiterbildung, nicht nur der Allgemeinmediziner, auch der anderen
Chirurgen und innere Medizin und was es da so alles gab. Es wurde also Prüfungsstandards entwickelt, Bildungsprogramme entwickelt, die auch immer wieder angepasst wurden an die Strukturen. So war also die Entwicklung, die ich meine, recht positiv sich auswirkte, auch dann auf die Polikliniken. Wir hatten ja dann, es wurden ambulatorische Polikliniken entwickelt und das war nicht so geliebt bei den Ärzten, weil das eine eigene Praxis war ja so der Standard. Die Absolventen, die ersten Absolventen, vor allen Dingen der Arbeiter- und Bauernfakultät oder die, ich sag mal, der nicht gewollten sozialen Schichten im Medizinstudium, die waren dann bereit, in der Absolventenlänge auch dorthin zu gehen und waren eigentlich, möchte ich sagen, der Gärungspunkt, dass sich dann auch in den Polikliniken etwas entwickeln konnte. Es waren vor allen Dingen die jungen Frauen, die dorthin gingen. Wir hatten ja zum Schluss 60% Frauen in der Medizinstudium, die natürlich in der Poliklinik nicht 24 Stunden arbeiten mussten, sondern es gab ja eine geregelte Arbeitszeit. Es war ja ein Arbeitsplatz, zwei Leute, zwei Ärzte. Die Polikliniken hatten dann letztendlich auch Kindergärten. Die hatten alle sozialen Einrichtungen, die es in den anderen großen Betrieben auch gab. Also letztendlich wurden die Polikliniken auch angenommen. Aber der Weg dorthin, der in den Köpfen war das nicht immer so klar. Also der Weg war etwas schwierig. So, es hat dann zum Schluss der DDR fast 90% der medizinischen Grundbetreuung wurden ja von Allgemeinmedizinern geleistet. Und wir hatten ja, so muss ich nochmal sagen, wir hatten ja in der DDR keinen Arztzwang. Also es wurde niemand gezwungen, zu diesem unbestimmten Arzt zu gehen, wie es zum Beispiel in der Sowjetunion war. Die hatten ja ganz eingeteilt, es musste zu diesem Arzt gehen. Das gab es zum Glück in der DDR nicht, sodass sich allmählich ein Hausarztprinzip entwickeln konnte. Nämlich der Allgemeinmediziner war dann der Ansprechpartner für die Sorgen, für die sozialen Sorgen, für die Krankheit natürlich und vor allen Dingen der Ansprechpartner für die Prophylaxe. Wir legten ja riesengroßen Wert drauf auf die Prophylaxe. Das ist immer noch billiger als nachher die kurativ zu verbessern. So dass es dann, das wurde auch sehr gefördert von Partei und Regierung. Es gab dann einen Hausarztbeschluss, wo es wurde alles mit Beschluss gemacht. Das wurde dann auch kontrolliert, ob es passt oder nicht. Und in diesem Hausarztbeschluss wurde nochmal ausdrücklich festgelegt, welche große Bedeutung das Fachgebiet Allgemeinmedizin für die Grundbetreuung hat. Zum Schluss war geplant, dass 50% der Medizinabsolventen in die Allgemeinmedizin gelenkt werden sollten. Das war auch schwierig. Absolventenlenkung war immer schwierig, weil es viele Einzelgespräche, also das war immer schwierig, ich habe es selbst machen müssen, also ich weiß. Aber diese Planung war natürlich 1990 obsolet. Bei den Gesprächen zum Einigungsvertrag haben wir natürlich darauf hingewiesen, dass diese jungen Ärzte, Allgemeinmediziner, etwa um 2005 allmählich aus dem Berufsleben scheiden. Also es müsste also schon jetzt angefangen werden, dann diese Ärzte nachzubilden, damit Nachwuchs da ist. Ja, wir wurden natürlich ausgelacht auf solcher Planung.
es hat dann tatsächlich einen ziemlichen Einbruch gegeben in den Jahren zwischen 2000 und 2005 in der ambulanten Betreuung. Jetzt nicht nur, dass die Ärzte mussten ja auch weiter qualifiziert werden, und zwar arbeitsplatzbezogen qualifiziert werden. Sehr stolz sind wir darauf, dass wir das natürlich gut organisieren konnten, und zwar eine kontinuierliche Fortbildung nannte sich das. Das bedeutete, dass alle Ärzte, also die, vor allen Dingen die Allgemeinmediziner und Kinderärzte, alle 5 Jahre eine sogenannte Fortbildung machen konnten, 4 Wochen lang hospitieren in Krankenhäusern, fand immer in Krankenhäusern dann, und mit Seminaren, wo man sich dann gegenseitig austauschen konnte. Das Gehalt lief weiter in diesen 5 Jahren, in diesen 4 Wochen. Kinderbetreuung war ja meistens gesichert in den Einrichtungen. Und das wurde so gut angenommen, dass die Plätze natürlich nicht ausreichten. Auch das ist dann verloren gegangen. Es konnte nicht weiter, konnte auch nicht weiterlaufen, weil es eine völlig andere Struktur im ambulanten Gesundheitswesen in der BRD gab. Dort gibt es auch Fortbildung, aber die ist jedem Einzelnen überlassen. Und für die Fortbildung ist in der BRD die Ärztekammer zuständig. Diese kontinuierliche Fortbildung hatte noch einen zweiten großen Effekt. Wurden nämlich diese Fortbildung an den Bezirkskrankenhäusern gemacht. Und diese Bezirkskrankenhäuser wurden, ich sag mal, wissenschaftlich dadurch aufgewertet. Sie mussten also eine bestimmte Anzahl von B-promovierten Ärzten aufweisen, die dann zu Dozenten bzw. Professoren der Akademie für Ärztliche Fortbildung ernannt wurden. Es ist ja auch ein Status, der da gefordert wurde. Es ging hier dann gar nicht so ums Geld, sondern der Status war schon entscheidend. Und diese Bezirkskrankenhäuser wurden ernannt, wenn die entsprechenden Voraussetzungen waren, vom Minister für Gesundheitswesen. Und das wurde immer feierlich gemacht. Also das war wirklich auch eine lohnenswerte Sache. Ein weiterer Baustein waren die ambulanten Visiten. Ich glaube, da ist ja noch... Visiten werden ja im Krankenhaus gemacht, mit immer so einem Rattenschwanz dran. Ne, wo alle, bei den ambulanten Visiten wurden bestimmte Fälle unter den Ärzten in der Poliklinik vorgestellt, wo andere Fachrichtungen dabei waren, und dann wurde darüber diskutiert, wie kann man hier weitergehen. Und das war schon auch eine recht gelungene Sache, weil die Ärzte waren dann nicht alleine. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Arzt in der eigenen Praxis ja praktisch alleine steht und sich kaum austauschen kann, oder wenn er sich austauscht, dann immer mit dem Hintergedanken, schnappt er mir meinen Patienten weg, wenn es also lukrative Gegner sind. Also auch das hatte eine große Schade. Müssen wir vielleicht auch so langsam zum Ende kommen? Ja, Entschuldigung. Ja. Noch ein ganz wichtiges Thema, das die Promotion. Wir hatten ja in der 1968 mit der dritten Hochschulreform wurde festgelegt, dass alle Hochschulabgänger, egal welches Fachgebiet, ein Diplom machen mussten, also eine Diplomarbeit abliefern mussten und ein Diplom machen. Und auch für die Mediziner. Da wurden damals die Mediziner nicht gefragt, das wurde so festgelegt. War ein großes, großes, großes Diskussionsthema, Diplommediziner. Diplomat, manchmal liest man es heute noch, Diplommediziner und die Patienten, die sagten, nee, das ist ja kein Doktor, das ist ja bloß ein Diplommediziner, man weiß, was das so ist. Also damit waren wir gezwungen, die Promotionstätigkeit unheimlich zu verstärken. Die Akademie für Ärztliche Fortbildung kriegte Promotionsrecht,
konnte auch Themen vergeben, was vor allen Dingen für die Ärzte in der ambulanten Betreuung ja wichtig war. Die hatten ja keine Möglichkeiten, jetzt große Versuchsreihen und so weiter aufzubauen. So, dass dann zum Schluss waren 45% der Allgemeinmediziner waren promoviert. Auch hier wieder 4 Wochen Freistellung von der Arbeit zur Schlussabfertigung der Dissertation, bezahlte Freistellung. Also auch das, muss ich sagen, war schon ganz gut. Ich bin jetzt sicherlich ein bisschen schwärme so, aber es tut mir leid, ich habe das so erlebt und das muss ich auch sagen. Was dann nach 1990 kam, das ist ein anderes Kapitel. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir öffnen die Runde jetzt mal. Haben wir euch und Sie lang genug beschallt. Wir freuen uns, vielleicht ein bisschen in Diskussion zu kommen, zu dem, was wir so versucht haben, mal ein bisschen aufzuschlagen. Das Ganze ist natürlich letztlich auch ein Fass ohne Boden. Das ist klar, es wäre noch zu ganz vielen weiteren Bereichen viel zu sagen. Zum Betriebsgesundheitswesen habe ich schon mal was angesprochen. In unserer Broschüre gehen wir unter anderem auch noch zu Fragen von dem Internationalismus der DDR auf dem Gebiet der Medizin und Gesundheit ein. Also das ist ein sehr umfassendes Feld, aber ich denke doch, wir haben ein bisschen Stoff gegeben, um ein bisschen was zu diskutieren. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht die eine oder andere Frage oder Diskussionsbeitrag aufgekommen ist. Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Das ist auch ein bisschen traurig, weil jetzt möchte ich natürlich gerne in der Poliklinik arbeiten. Und ich glaube, da knüpft auch meine Frage an, weil ich habe das Gefühl, dass aktuelle politische Kämpfe sich eigentlich immer im stationären Sektor. Ich kann das nicht bestätigen. Also, ja. Machen Sie mal runter. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass aktuelle politische Kämpfe sich häufig im stationären Sektor abspielen. Also da sind ja auch die Zustände katastrophal. Und also Stichwort die Regiefallkostenpauschale, was Sie vorhin gesagt haben, oder auch Tarifverträge, Aushandlung von neuen Tarifverträgen von Arbeitenden. Und genau, deswegen habe ich mich auch so gefreut jetzt über die Veranstaltung, weil ich habe das Gefühl, im ambulanten Sektor bin ich jetzt so als politisch interessierte Person immer so ein bisschen überfordert und vielleicht die Frage, wie kann ich dann in 10 Jahren in der Poliklinik arbeiten? Also wo sind so die konkreten Instrumente, wie jetzt äquivalent zu DRG-Fallkostenpauschale oder Tarifverträge, wo man ansetzen könnte in politischen Kämpfen im ambulanten Sektor? Keine einfache Frage. Gute Frage. Ja, vielleicht. Fangen Sie gerne mal an. Ja. Also das ist ja interessant, mit der Poliklinik wurde ja mit der Wende, nach der Wende auch fast Schindluder getrieben. Also man hat, also es gibt, wir kennen jetzt, es gibt Leute, die als Berater in die DDR gekommen waren 1990, Herr Kniep und andere, die haben dann entdeckt, Mensch, hier passiert ja etwas, Herr Jung, also selbst der Blüm wusste genau, was er dran hatte. Aber was ist ein Bundesminister gegen eine kassenärztliche Vereinigung? Also man wusste, wusste man schon lange, dieser Weg der individualisierten privaten Niedergelassung ist eine Sackgasse schon allein aus medizinischen Gründen. Und das merkt man auch nach wie vor. Aber natürlich man muss hier raus. Und deswegen hat immerhin nach wenigen Jahren, in den 90er Jahren, ist dann über die Gesundheitsstrukturgesetzgebung möglich geworden, was vorher nicht möglich war, dass man im ambulanten Bereich auch als angestellter Arzt tätig sein kann. Nummer eins. Nummer zwei, dann hat man mitgekriegt, also dieses unter einem Dach sein und so weiter, ist ja eine sehr elegante Möglichkeit, durch den Begriff medizinische Versorgungszentren. Also man macht Ansammlungen unter einem Dach mit diesem Vorteil einer Summe von trotzdem immer noch niedergelassenen Ärzten, die auch immer noch nach dem geltenden Abrechnungsprinzip arbeiten müssen, was ja auch problematisch ist in der Ambulanz. Und man schreibt darüber, eigentlich ist das nichts anderes wie eine Poliklinik, was natürlich falsch ist, ja, was grundsätzlich falsch ist. Also, und es gibt eine zweite Tendenz, dass große private Krankenhausbetreiber
sich ihre eigene Poliklinik oder ihr eigenes Ärztehaus organisieren, um damit diese Verbindung zwischen stationär und ambulant im Griff zu haben. Also das politische Problem ist, dass immerhin im Unterschied zum stationären Bereich, wo das Gefühl ist, dass hier was sich ändern muss, also eine politische Basis hat über die Gewerkschaften und so weiter, dass das im ambulanten Bereich nicht der Fall ist und dass nach wie vor natürlich ein ambulant tätiger, niedergelassener Arzt, wenn er nicht faul ist, sehr gut verdient. Das darf man nicht unterschätzen und dass die Lobby in diesem Gebiet also sehr, sehr stark ist. Und selbst gutwillige politische Kräfte hier also da sich nicht dran trauen. Also es gibt eine andere Lösung, es gibt eine privatkapitalistische Lösung, dass man ambulant mehr zusammenarbeiten muss. Aber es ist eine falsche Lösung. Dein? Ja. Meine Frage zielt eher in die politische Richtung. Wir haben jetzt viel erzählt über das Gesundheitswesen der DDR. Das hört sich ja für wahrscheinlich einige eher so wie so ein Märchenland an. Das heißt, was da alles funktionierte, was da gemacht wurde, welche Möglichkeiten es gab. Also ein bisschen lauter reden vielleicht so. Welche Möglichkeiten es gab, damals im Gesundheitswesen nicht nur zu arbeiten, sondern das auch als Patient zu erleben. Wo ich dann immer, oder was die Frage dann mir auftaucht oder sich aufdrängt, verbanden das damals oder verbinden Sie das heute auch noch mit der Politik, die damals gemacht wurde? Und wenn ja, ist das für mich so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ich glaube, es hört sich so an, als würde das in einem politisch luftleeren Raum stattfinden. Heißt für mich, es gab ja eine Gesundheitspolitik, die abgeleitet war von einer, sagen wir mal, Staatspolitik oder einer allgemeinen Politik. Inwieweit haben denn die Ärzte damals das verstanden oder verteidigt, dass es ein Sozialismus war, der dieses Gesundheitswesen hervorgebracht hat? War das für die Ärzte wichtig oder ist das, wie Sie das sagten, es gab ja Arbeiterkinder, die da reingegangen sind, inwieweit transportierte sich das im Bewusstsein der Ärzte? Herr Dübel und dann Frau Rausch, ja, in der Reihenfolge. Ich versuche es. Also Arbeit beeinflusst das Bewusstsein, das ist natürlich ein Standardsatz. Und es ist so, dass die Masse der DDR-Bürger, die natürlich staatlich angestellt waren und nicht privat, es gab einige fossile Ausnahmen, haben sich natürlich durchaus zu diesen Einrichtungen positiv hingezogen gefühlt. Es wurden nun nicht daraus alles Sozialisten. Man muss sagen, sie waren Fachleute. Es gab eine ausgeprägte kleinbürgerliche Position unter Ärzten, weil die natürlich aus solchen Häusern auch kamen, Familienärzte. Wir haben versucht, das zu beeinflussen, aber es war durchaus so, dass natürlich viele aus kleinbürgerlichem Hause kamen und diese Bedingungen haben sich gemacht und der Status des Arztes, des Weißkittels in der Gesellschaft war so, dass sie natürlich immer geachtet wurden und das hat natürlich auch die Persönlichkeit beeinflusst. Es ist nicht so, dass wirklich nun alle Sozialisten waren in der DDR, die Ärzte, aber sie haben die Gesellschaft akzeptiert und haben, dass sie staatlich angestellt waren, für viele war das eine ausreichende Geschichte, dass sie also nicht nun zum Krösus wurden. Und Sie können mir glauben, die DDR-Ärzte in den Polikliniken und Arztpraxen, sie wurden nicht reich. Sie haben kein großes Geld verdient. Die Maxime der DDR-Regierenden war, sie sollen nicht mehr verdienen, die Intelligenz, These von Lenin, als die Arbeiter. Und das wurde auch natürlich zum Ende der DDR, wurde das natürlich gelockert. Aber es blieb im Prinzip These. So wie jetzt
der Herr Niemann sagte, dass natürlich niedergelassene Ärzte im Westen bei gut laufenden Praxen, die viel arbeiten müssen, das muss man auch sagen, verdienen Schweinegeld. Das war in der DDR nicht so. Frau Rausch? Nee, ich würde nicht weiter. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Ich denke, also man kann ja sagen, warum, wenn das so ist, wie wir beschrieben haben, warum ist eigentlich in der Wende das, was auch Frau Hildebrand ja gesagt hat und andere, warum ist der Widerstand nicht größer gewesen? Zum Beispiel der Ärzteschaft. Und da gibt es verschiedene Gründe. Das eine, das will ich nicht weiter vertiefen, es war ganz klar, das kann man nachlesen, eine rigorose Linie der alten Bundesrepublik, diese Struktur auf wieder besseres Wissen wird nicht übernommen. Das ist das eine. Das zweite ist, das hat der Herr Dübel angesprochen, es ist eine Schicht, die auch immer beeindruckt war von dem, was ihre Kollegen, die fachlich nicht mehr konnten, im Westen da auch so draus machen konnten, ne? Also im Sinne ihres Lebensstils, ihres Einkommens. Und das Dritte, und das ist mir wichtig, das ist auch für mich so eine Erkenntnis, die DDR hat zu wenig reflektiert selber, was eigentlich ihr System ausmacht. Also ich sage es an dem Beispiel, die Poliklinik war am Ende so selbstverständlich, dass man sie geistig nicht in Frage gestellt hat. Deswegen fiel es auch dann so schwer oder fiel es dem Westen leicht, einfach zu sagen, das taugt alles nicht, wir können alles besser. Es war ein Mangel der DDR, dass zum Beispiel also dieses Selbst in Frage stellen, dieses Selbst auch sich immer sicher machen, warum sind wir eigentlich, warum kriegen wir das selber hin? Und die letzte Bemerkung, es gab ja Versuche auch, es wurde ein Poliklinikverband gegründet, ich glaube, das war aber schon 1990. Das war einfach zu spät, also eine Organisation gegen diese Macht und Übermacht der Kassenärztlichen Vereinigung und so weiter zustande zu kriegen. Und es gab dann klare Vorgaben. Also in meinem Stadtbezirk, als ich 92 Stadtrat wurde für Gesundheit, gab es noch ganze acht angestellte Ärzte. Vorher wurde in einem radikalen Programm mit Kommissionen wurde festgelegt, wie die Polikliniken zugemacht werden, ganz grotesk. Und wie, also musste man einen Antrag stellen und da kriegte der eine Wohnung zugewiesen, sogar noch, um niedergelassener Arzt zu werden. Also die Perspektive, dass eine Poliklinik überhaupt überleben kann, wurde sehr, sehr kurz gehalten. Also, und das hat natürlich im praktischen Leben viele Ärzte dazu bewogen, jetzt diesen Schritt zu gehen. Ja, denn das kann ich für mich noch ergänzen. Vielleicht auch ohne Maske, sonst ist es schwer zu verstehen. Es wurde immer wieder an uns herangetragen, behaltet das System, vor allen Dingen von westdeutschen Ärzten, behaltet das System. Auch zum Beispiel vorhin, was machtest du wegen der Kinderzahnheilkunde. Wir haben ja eine Staatsexamensprüfung in der Kinderzahnheilkunde gehabt. Das war ausgewiesene Fachrichtung innerhalb des Studiums. Das gibt es in der BRD seit 4 Jahren. Ja, also dieser prophylaktische Gedanke der Medizin, der ja in der Kinderzahnheilkunde ganz groß geschrieben werden kann, der ist nicht vorhanden. Es ist eben mehr eine Reparaturmedizin, also eine Zahnmedizin, leider. Aber nochmal zu dem, was Sie sagten, waren die Ärzte, natürlich waren die nicht immer so begeistert. Ich habe ja versucht, das mitzuteilen. In der ersten Zeit sind die nicht begeistert waren, weggegangen. In der letzten Zeit dann auch. Ja, die also nicht dazu. Dass einige dann zurückgekommen sind, weil sie gesehen haben, es war doch ganz gut, wie das bei uns lief, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist die Überzeugung ist ja nicht nur, dass es in der Medizin so war. Es ist ja in anderen Industriebereichen genauso gewesen, dass immer das, was anders herangetragen wird,
auch mal angeguckt werden muss und erlebt werden muss. Aber trotzdem, die Ärzte sind dann, die wären gerne in der Poliklinik geblieben. Aber sie hatten dann letztendlich, es war eine solche Angst unter allen ambulanten Ärzten, was kommt denn jetzt, was wird denn jetzt? Die Poliklinik macht zu. Also ich muss mich ganz schnell irgendwie umgucken. Und einige sind dann nach Westerstedt gegangen oder in andere Bereiche gegangen. Es war ein richtiger Zwang und der wurde von den Ärztekammern, wurde der aber ganz massiv gefordert. Es gab Material, wurde ausgegeben, wie man sich sehr schnell selbstständig machen kann und all solche Dinge. Also wir wurden auch ein bisschen überrannt und waren so dumm und haben dann eben doch nicht richtig gelesen. Ich würde vielleicht noch einen Satz ergänzen, dann sofort. Weil ich auch den Aspekt, den du jetzt stark gemacht hast, auch zentral finde. Man gerät schnell so ein bisschen in einen Modus, auch einzelne Aspekte zu isolieren, wenn wir uns über das Gesundheitswesen zu unterhalten und sie quasi auch als eine, als eine Zielvorstellung oder auch als politische Forderung an das Gesundheitssystem heute zu übersetzen. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt zurück machen manchmal. Ja, wenn wir schreiben auch in unserem Heft selbst, ja, die Poliklinik als das revolutionäre Moment des Gesundheitswesens der DDR, weil sie diesen riesigen Bereich, 90% ne, des ganzen Gesundheitswesens, diesen riesigen Bereich völlig anders organisiert, aus diesem Unternehmertum rausreißt, ja, und es überhaupt ermöglicht, der Gesellschaft als Ganzes zu erfassen. Quasi, ja, mit den Bereichen der Kinder- und Jugendmedizin, Betriebsgesundheit und so weiter und so fort. Also dass diese radikale Veränderung wirklich als solche müssen wir, glaube ich, wirklich diskutieren und uns fragen, warum war das möglich? Was sind die Triebkräfte gewesen in der DDR, die das ermöglicht haben? Beziehungsweise warum passiert das heute nicht? Wenn die Probleme und Fragen eigentlich keine neuen sind, ja, was die Fragen von Gesundheit angeht. Und ich denke, man kommt auf notwendigerweise auf die Systemfrage. Und das ist eigentlich im Prinzip das, was ich versucht habe, auch am Anfang mit so ein paar allgemeinen Aspekten nochmal stark zu machen. Die politische Ausrichtung der DDR als Ganzes hat dazu geführt, hat das ermöglicht. Ja. Das heißt, die Gesundheit überhaupt als solche so hoch zu stellen, erstens, und zweitens die Eigentumsverhältnisse, die das ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr entscheidend eigentlich, wenn wir uns diese Triebkräfte anschauen, das auch in die Diskussion heute als solche reinzuholen, in die Debatte. Ja? Genau. Also ich möchte da gerne anknüpfen, weil letztendlich die Gesellschaft entscheidet, welche Schwerpunkte sie setzt. Die Schwerpunkte in der DDR waren, den Kindern eine große Perspektive zu geben. Und da war letztendlich alles ringsherum eingebettet, ob das nun die gesundheitliche Betreuung war, in Krankentagen, in gesunden Tagen, oder ob das also die Mittagsversorgung war, die Hortbetreuung, die Betreuung, Förderung des Kindes, der Entwicklung in der Krippe, im Kindergarten und in der Schule. Also in der Schule mit Gesundheit, da war das nicht immer so besonders. Aber wir hatten Vereinbarungen zwischen Volksbildung und Gesundheitswesen mit Plänen, wann wir gehen konnten oder wann wir welche Untersuchungen machen konnten. Und wir hatten ein gesundheitliches Programm für die Prävention. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe gewesen. Also ich erinnere daran, dass die Bundesrepublik bis vor ganz kurzem die UNO-Rechte des Kindes noch nicht anerkannt hat. Und auch in der Verfassung steht nicht der Schutz und die Entwicklung des Kindes. Diese staatliche Aufgabe gibt es nicht. Das ist den Eltern vorbehalten. Und ob die was machen oder nicht was machen und zum Kinderarzt gehen und sich mal bestätigen lassen, dass das Kind gesund ist, ist ihre Sache. Und genau die, die es
wo die Kinder das notwendig haben, wo die Familien nicht so ausgestattet sind, also am unteren und auch vielleicht arbeitslos sind oder so, ist ja auch bekannt, dass also diese soziale Stellung die Gesundheit beeinflusst. Und ob dieses Kind von den Eltern also auch also im positiven Sinne gefördert wird, oder ob die Eltern sagen, naja, das wird schon und wir machen und wir bemühen uns, aber ob das nun im Sinne des Kindes ist und seiner Entwicklung, auch im Hinblick auf Schule und Beruf, das ist ja heutzutage ein großes Problem, auch für die Eltern. Und die Stellung des Kindes, wie gesagt, ist nicht anerkannt und die haben keine Lobby. Und wenn nicht, das die übersehe, ist das auch keine staatliche Sache, sondern wenn, dann eine Aufgabe des Landes. Und da kann man ganz unterschiedliche Ziele aufsetzen. Und die Prophylaxe war in der DDR auch zu Anfang nicht so anerkannt, muss man sagen. Wer der Jugendarzt war, der war also nicht so ärztlich gut angesehen. Im Übrigen verdienen die Kinderärzte jetzt auch am wenigsten, glaube ich, gegenüber anderen Kollegenärzten. Und das drückt aus, was auch vorhin kam, unser Programm war wissenschaftlich gestützt und man konnte also, wir haben auch darum kämpfen müssen, solche Programme durchzusetzen. Aber letztendlich haben wir da auch Beispiele geschaffen, waren international anerkannt zu unserem prophylaktischen Programm in England, in Paris und auch bei den jetzigen Jugendärzten. Wobei sie ja fast wegrationalisiert sind. Das haben wir ja jetzt auch gemerkt. So, also staatliches Gesundheitswesen, Abteilung Gesundheitswesen kaum in Erscheinung treten und für die Kinder schon gar nicht. Und da können sie nur bitten, dass also auch bestimmte Kinder hinkommen und können also weiter nichts machen, wenn da nichts passiert von Seiten des Elternhauses. Also wir sollten zwei Erfahrungen übernehmen. Anerkennung, Stellung des Kindes und Prophylaxe. Und mit der Prophylaxe ist es ja auch in der Bundesrepublik nicht weitergegangen. In den 90er Jahren nicht und nach 2000 auch nicht. Ich habe jetzt noch drei Redemeldungen und eigentlich finde ich es auch spannend, die Diskussion noch weiterlaufen zu lassen. Vielleicht können wir es trotzdem einzelne Aspekte auch der Umbruchserfahrung noch in die Diskussion mit einflechten. Aber ich glaube, ich würde es eher so machen. Einmal ganz da hinten. Hallo, ich habe nochmal viele Gratulationen. Ich hatte eine Anmerkung und eine Frage. Einmal nur den Vergleich zwischen privatwirtschaftlichen oder planwirtschaftlichen Gesundheitswesen. Man hatte ja jetzt die Pandemie seit 3 Jahren und wird jetzt im Westen, sage ich mal, die Organisation und die Verwaltung total, also Gesundheitswesen bis an den Kapazitäten zurückgegangen ist. Hatten wir zum Beispiel in China durch die Planwirtschaft gleich 2 Wochen nach der Pandemie sofort konnte Staat und Arbeiterschaft Krankenhäuser, also 2 Krankenhäuser für 1000 Patienten bauen und sofort die Quarantänemaßnahmen einleiten, sodass nur ein Bereich, wo die Inzidenzen hoch waren, abgeriegelt werden konnte, Quarantänemaßnahmen und sofort auch weiter produziert werden konnte. Und man konnte auch im Gegensatz zu den Überbelastungen in der Arbeitszeit der Pfleger und Ärzte hier in Italien oder in Deutschland oder sonst wo, hat China auf jeden Fall ein Schichtsystem eingesetzt, dass auf jeden Fall Ärzte und Pfleger jede 6 Stunden auswechseln sollten. Somit konnte man auf jeden Fall das Gesundheitsversorgung und das Gesundheitssystem auf jeden Fall am Laufen halten. Da sieht man, trotz der Schwäche des deformierten Arbeiterstaates durch die stalinistische Politik, was die Planwirtschaft nicht desto trotz alles erreichen kann. Und meine zweite Frage war jetzt der Unterschied zwischen Polikliniken und MVZ. Könnten Sie das nochmal erläutern? Also ist das ja einfach nur die
Da können wir sicherlich auf jeden Fall was zu sagen. Ich würde es gleich auch gerne hier ins Podium geben, aber vielleicht vorher noch die zwei weiteren Redebeiträge. Erstmal du zuerst. Ich glaube, da kannst du sogar ein bisschen dran anknüpfen. Ich glaube, man auch die Sachen, die in der Bundesrepublik staatlich organisiert sind, ne, ich glaube, da merkt man immer wieder, dass sie eben doch nicht sozialistisch organisiert sind. Und gleichzeitig, dass sozusagen auch die Dinge, die, also dass selbst staatliche Institutionen wie die Schule, die auch in der Bundesrepublik größtenteils staatlich organisiert sind, ja eben trotzdem nicht koordiniert sind mit den anderen Lebensbereichen. Sondern im Gegenteil, das wurde ja gerade auch gesagt, dass da eher sogar eine sehr große Skepsis gegenüber herrscht, das zu koordinieren. Ich weiß es selber, meine Mutter ist Lehrerin und da ist es auch so, dass wenn ihr auffallen würde, dass es einer Schülerin nicht gut geht, aus, sagen wir mal, psychologischen Gründen oder auch so, teilweise ist das ja auch gemischt, dass man irgendwie merkt, irgendwie die nimmt sehr stark ab oder so plötzlich, die könnte irgendwann das Jugendamt einschalten. Das wäre eine sehr extreme Maßnahme, dann würde vielleicht den Eltern das Sorgerecht weggenommen werden, aber sozusagen dazwischen, da irgendwie mit einer Schulärztin oder einem Schularzt darüber zu sprechen, sowas gibt es nicht und sowas darf es hier auch wirklich nicht geben. Also komme ich immer wieder dazu, da gibt es eine Blockade, das darf in dieser Schule nicht eingeführt werden. Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, wo wir darüber bereiten müssen, dass ja auch in der Bundesrepublik das Gesundheitssystem nicht privatkapitalistisch im großen Maße ist. Es ist ja so, klar, es gibt mittlerweile auch Konzerne, die da private Profite erwirtschaften, aber selbst die privaten Träger sind ja keine privaten Träger, sondern das sind die Kirchen, das sind irgendwelche anderen Trägerorganisationen. Aber sie funktionieren, die privatkapitalistische Organisation. Sie funktionieren eben, weil eben nicht die einzelnen Produktionsverhältnisse unbedingt immer privatkapitalistisch sind, aber eben die Produktionsweise in unserer Gesellschaft insgesamt eben eine privatkapitalistische. Und ich glaube, das müssen wir, glaube ich, im Hinterkopf behalten, um auch zu begreifen, wie wenig wir eigentlich teilweise zum Beispiel durch Verstaatlichung leider eben nur ändern können, solange eben diese Verstaatlichung eben keine Vergesellschaftung ist. Also meine Frage bezieht sich dann auf die DDR und ist eigentlich auch so ein bisschen provokativ gemeint. Es wurde ja lange Zeit darüber spekuliert, zumindest auch, das ist ja ein Narrativ, die DDR ist ökonomisch pleite gegangen. Ja, ist ihre Ökonomie zugrunde gegangen. Und vor allem deswegen, das macht der IWF und die Weltbank machen das heute vor. Das heißt, wenn Kredite gegeben werden, müssen bestimmte Sozialleistungen gekürzt werden. In der DDR ist das scheinbar nicht passiert. Und jetzt meine provokative Frage, ist gegebenenfalls die DDR an den Sozialleistungen zugrunde gegangen? Also an den Überbordenden, an dem Zumenschlichen, an den hohen Ausgaben, die das Menschliche verlangt hat, ist sie, ich weiß nicht, ob Sie das einschätzen können, ist das die Ökonomie gewesen, die der Grundlage des Gesundheitswesens ist, war es die Ökonomie, dass die DDR zu Grunde geht? Große Fragen im Raum. Neues Thema. Warum ist die DDR kaputt gegangen? Das ist schon. Naja, wir also versuchen mal. Einfach, ich fange mal an. Stichwort Pandemiebekämpfung China. Also, ich will mal so drauf. Es ist schwierig. Man könnte auch Kuba nennen als Beispiel. Hochinteressant, der Unterschied strukturell. Tatsache ist, und das kann man heute sagen, dass wenn die DDR mit Sicherheit durch ihr schon bestehendes Struktursystem einer Kommission, die ständig tagte für und zur Bekämpfung von Pandemien, dass sie schneller und sachgerechter am Anfang reagiert hätte, als die Bundesrepublik reagiert hat. Das kann man sagen. Wie das dann weitergegangen wäre, auch aus praktischen materiellen Dingen, das wäre spekulativ, das wäre sehr simpel. Es gibt in dieser Bundesrepublik einen Auswertungsbedarf noch und noch, dass wie man eine Pandemie bekämpft. Und da es wurde ja vorhin angedeutet, die Gesundheitsämter kommen überhaupt nicht mehr vor. Es wird hingenommen, dass sie angeblich und tatsächlich überlastet sind und keine Nachverfolgung mehr machen können. Es hat hier nichts, es gibt keine Schritte,
diese Änderung zu, diese Situation zu verändern. Also soweit zu dieser ersten Frage. Zweite Frage, Unterschied zwischen jetzigen MVZ und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die man noch weiter vertiefen muss. Es, den Unterschied deutlich zu machen. Gegenüber die These, es ist nur ein anderer Begriff für eine Poliklinik. Ein Unterschied ist, dass sie in der Regel keine staatlichen oder gesellschaftlichen jetzt sozusagen Träger sind, sondern private Träger sind. Nummer eins. Also der Mehrerlös geht als Profit in die Eigentümerschaft. Das kann man sogar nachlesen, dass das Ziel ist, zum Beispiel in der ehemaligen Poliklinik Friedrich Wolf. Das steht dort bei dem neuen Träger, dass er das will. Und das Zweite ist, dass die Abrechnungssysteme, wie man ambulante Leistungen abrechnet, natürlich sich nicht geändert haben. Sie sind auch ein Abrechnungssystem, was in der Poliklinik nicht üblich war. Also ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, das existiert aber noch. Also der einzelne niedergelassene Arzt ist selbst dann, wenn er gut mit seinem Kollegen zusammenarbeitet, er wird seine eigene Leistung nach dem geltenden Schema abrechnen. Und das muss man wirklich deutlich machen. Ja, die DDR. Also Fakt ist, dass die DDR mit geringerem Wirtschaftskraft, die objektiv zu belegen ist, im Gesundheitsbereich Erstaunliches geschafft hat, wenn man das in Relation bringt. Ob zu viel des Nationaleinkommens oder des ökonomischen Ertrages fürs Gesundheitswesen eingesetzt worden sind, sage ich eher nicht. Es ist effektiver gewesen, also im Umgang mit den Ressourcen. Also das gab es nach der Wende, das war eine der populärsten Forderungen. Die DDR hat zu wenig eingesetzt an Geld, sie hat zu wenig bezahlt den Ärzten. Das ist eine sehr problematische These. Ich glaube, sie hätte nicht mehr zustande bringen können. Und sie hat 10% des Nationaleinkommens für Gesundheit ungefähr eingesetzt. Das ist aber nicht vergleichbar mit den jetzigen Ziffern des Bruttosozialprodukts. Also das ist, ich denke, daran, also ist es auch schon geschrieben, an diesem Gesundheitswesen ist die DDR eher nicht kaputt gegangen. Wenn das auch schlechter gewesen wäre, als es ist, wäre sie eher kaputt gegangen. Also so ist meine Sicht. Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, weil ich auch die Provokation zurückweisen würde, vielleicht, da sie, glaube ich, eher auf einen Holzweg doch führt, den Ursachenkomplex des Zusammenbruchs der DDR zu ergründen, zu ersuchen. Das ist jetzt auch heute nicht das Programm. Aber ich würde die Frage mal provokativ umdrehen, vielleicht in dem Sinne, warum haben die Errungenschaften der DDR auf dem Gebiet der Gesundheit nicht stärker der politischen Krise der DDR in den 80er Jahren entgegenwirken können? Ja, also in dem Sinne finde ich es, glaube ich, für unsere Veranstaltung doch auch produktiv zu diskutieren, warum denn nicht die Bevölkerung der DDR auch die Errungenschaften ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse stärker auch politisch ergriffen hat, quasi begriffen hat. Vielleicht noch eine letzte Fragerunde und dann würde ich auch uns noch das oder Ihnen noch das Schlusswort geben. Aber hier vorne noch ein Beitrag. Ja, ich möchte ein bisschen darauf antworten. Erstens war das nicht gewollt. Die Bundesrepublik war so stark, die DDR zu beeinflussen und einzukassieren, dass bestimmte Sachen auch nicht gewünscht waren. Es gab viele Verhandlungen 1989 und 90 zwischen der Bundesrepublik und der DDR, auch auf den Fachebenen, in den Gesellschaften, in den medizinischen Gesellschaften, aber auch in den Ebene der Ministerien, Gesundheitswesen, der DDR-Ministerium und auch dazu den Fachabteilungen. Und es gab bei bestimmten Dingen grundsätzliche Positionen, wo das übereinstimmte in der Zielstellung. Aber es wurde dann doch nicht gemacht. Es gab einen Vorschlag, dass also
der Vergleich zum Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen BRD, DDR sein könnten, mit einem, also 1990. Da wäre sicherlich auch deutlich geworden, wo unsere Schwächen waren in der DDR und wo in der BRD mehr hätte gemacht werden können oder und auch müssen. Das ist auch nicht gelungen. Ein solcher Vergleich ist erst vom Robert-Koch-Institut 2005 gemacht worden. Aber das ist mit großer Fragestellung und nicht zu verallgemeinern. Und es gab dann auch Berichte zwischendurch zu den Gesundheitszuständen, aber manchmal denke ich, die Bundesrepublik ist bei bestimmten Dingen 50 Jahre hinter der DDR zurück. Zum Beispiel, wo ich jetzt überall sehe, wo Kindergärten eingerichtet werden, in den Eckkneipen, in den Läden und so weiter, so haben wir 1960, in den 60er Jahren angefangen. Und alle Frauen wollten und hatten Eingaben geschrieben, noch und noch an die entsprechenden staatlichen Stellen, dass sie Kindergärten und Kinderkrippen haben möchten und einen Platz für ihr Kind. Weil da auch die Förderung des Kindes dran hing und weil da auch der Arztbesuch in der Einrichtung dran hing und die Untersuchung und die Impfung, um die sich die Eltern dann nicht mehr kümmern mussten. Das war also eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit kommt jetzt in der DDR-Bevölkerung wieder und wieder und immer wieder hoch. Und das haben sie jetzt also, wir hatten das, wir hatten das, wir hatten die Impfung und. Da hat keiner drüber diskutiert. Ne? Das war so. Ich würde die Abschlussrunde gerne mit der Frage nochmal begleiten. Die Leitfrage auch unserer Veranstaltung war, vielleicht können Sie die nochmal aufgreifen, inwiefern bieten die Erfahrungen der DDR auf dem Gebiet der Gesundheit Orientierung für gegenwärtige Auseinandersetzungen und Kämpfe im Gesundheitswesen? Vielleicht so oder was auch immer Ihnen sonst noch einfällt, aber Herr Wittgen, vielleicht fangen Sie einmal an. Es ist also natürlich so, die DDR war im aktiven Lebensalter unser Leben. Wir haben das aktiv gelebt. Wir sind in dem Alter, ich bin jetzt 80, wo man sagt, also den Krieg haben wir nicht mehr erlebt. Wir waren auch nicht die Leute der ersten Runde nach dem Krieg, ja, dann müssten wir jetzt 100 sein. Sondern wir haben in diesem Alter, wir müssen sehen, mit 80 sind ja auch die Letzten, die diese Erfahrung noch darstellen können aus dem Gesundheitswesen. Was kann man eigentlich nun wirklich übernehmen? Ich will mal andersrum sagen, für die eingefleischten Kapitalismus war die Entwicklung des Sozialismus mit 1917 eine Fehlentwicklung der Gesellschaft. Und es ist so, sie wurde rückabgewickelt, sicher durch einen großen Fehler von uns selbst, Niedergang der Sowjetunion, zweimal in den letzten 40 Jahren, wo die Sowjetunion bzw. Russland einen großen Einfluss auf das Weltgeschehen hat, negative, was wir uns nie für möglich gehalten hatten. Und es ist halt so, dass diese Geschichte uns natürlich auch heute zeigt, dass das gar nicht so einfach ist, sozialistische Prinzipien auch wieder aufzusetzen. Ich denke, dass uns im Moment diese Phase, dass wir eine Chance hätten, unsere sozialistischen Prinzipien durchzusetzen, sind in der gegenwärtigen Phase minimal. Ich meine auch dazu Entwicklung vielleicht auf Kuba und in Venezuela und in Nordkorea, können nicht unsere Zielstellungen sein, wie man also den Sozialismus auf der Erde entwickelt. Aber das heißt durchaus nicht, wenn wir mit solchen Veranstaltungen Ideen produzieren, wie wir das weiter hervorheben können. Man muss natürlich sich auch auseinandersetzen, aber ich kann mich an diese Wendephase erinnern, wo ich immer noch als Arzt mit
Ende 40 in den Westen gefahren. Ich habe gesagt, die müssen doch begreifen, dass die Poliklinik verdutet ist. Bis mich dann mal im April einer zur Seite genommen hat und sagt, Dübel, hör doch mal auf mit deiner Poliklinik. Es wird keine Polikliniken in dem Sinne mehr geben. Es gibt kein sozialistisches Gesundheitswesen. Wir machen das so, wie das in der Bundesrepublik ist, 100 zu 1. Ihr könnt meinetwegen das Ampelmännchen in der DDR als eure Überlebenschance sehen und den Sandmann, aber alles andere wird so gemacht, wie das die Bundesrepublik will. Ob wir, ich habe das verstanden dann, weil auch mal durchaus die Frage, was habt ihr euch gewehrt gegen die Entscheidung? Wir hatten keine Chance, uns zu wehren, weil uns fehlte die ökonomische Basis und uns fehlte auch das Hinterland Sowjetunion. Machen wir uns nicht vor, die DDR lebte als sozialistische Gemeinschaft. Hier war die Rote Armee, hier war also die Ideologie der Sowjetunion und das war die DDR. Sie wurde also in dieser Hinsicht also praktisch politisch aufrechterhalten. Und in der Auseinandersetzung sowohl ökonomisch als auch, machen wir uns nicht vor, mit der DDR-Bevölkerung, ich weiß nicht, manche haben vielleicht diesen Film gesehen zu Honecker in der Zeit, wie er dort also behandelt wurde und wie es war, wie also Massen von DDR-Bürgern also praktisch unbedingt zu der Westmark wollten. Sie wollten nicht mehr diese Prinzipien der DDR und der starke Westen hat uns natürlich auch wirklich ökonomisch ideologisch kaum eine Chance gelassen. Ja? Also man muss, ich glaube, diese Dinge auch darf man nicht in die Ecke schieben. Wir haben im Moment keine reale Chance, das zu ändern, auch wenn wir es wollen. Ich würde vielleicht Frau Rausch als nächstes das Wort geben. Ja. Also ich sehe das genauso, wir haben keine reale Chance, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Weil es ist ein völlig anderes System und ich habe ja versucht, auch in diesem kurzen und schmalen Bereich zu sagen, wie auch die Ideologie in diese Entwicklung mit hineingespielt hat. Wie schwer es war, von einem bürgerlichen Bewusstsein in diesen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, sozialistische Bewusstsein, junge Menschen dann im Beruf zu führen. Das war ein unheimlich schwer und vielleicht ja, noch Jahrzehnte später, vielleicht wäre es dann gegangen, aber das Bild in der Sowjetunion zeigt uns auch dort war der subjektive Faktor doch dann auch entscheidend. Also ich sehe auch zurzeit leider, muss ich sagen, wir haben ja gemerkt, dass ich noch blühe von dem, was ich mal gemacht habe, aber zurzeit keine Möglichkeit, weil die ökonomischen Verhältnisse so unterschiedlich sind und so streng genommen alles auf den Gewinn orientiert ist. Dann können Sie anfassen, was Sie wollen. Es geht immer nur zuerst das Geld und dann kann man irgendwelche Ideen einbringen, die auch wieder abhängig sind vom Geld. Also ich sehe in diesem System jetzt keine Möglichkeit. Das. Ja, ich will mit einer halbe Anekdote beginnen, die eigentlich durch dich erzählt wurde nach der Wende. Es gab ja Verhandlungen und ich glaube, Frau Rausch war dabei, wenn du musst mich korrigieren, auch bei der Idee, ja, bei der Idee, die dann von der Westseite hineingetragen worden war, dass man doch den Hochschulabschluss, der auch der DDR-Ärzte, bei anderen Fachrichtungen wurde das ja sowieso gemacht, dass man die Approbation der DDR-Ärzte doch also erstmal nicht mehr anerkennen sollte. Richtig beschrieben. Das ist richtig beschrieben. So, und dann ist es aber, Gott sei Dank, das hat man ja sich dann doch nicht ernsthaft getraut, na, das ging ja nicht, weil zum Beispiel darauf hingewiesen wurde, mit der einfachen Frage, gilt das auch für alle abgehauenen Ärzte aus der DDR? Die müssten ja dann auch die Approbation nach aberkannt bekommen. Also ich will nur sagen, es ist dann in diesem Gebiet nicht gemacht worden.
das war eine ganz, immerhin, es war möglich, bestimmte sozusagen Dinge auch also realistischerweise durchzusetzen. Ich will neben dieser gesellschaftspolitischen Betrachtung aber eine ganz andere Betrachtungsweise einbringen. Ich behaupte, sage das erstmal, in der Medizin gibt es bestimmte Grundregeln, wissenschaftliche Regeln, die global gelten. Also um es banal zu machen, einen Herzinfarkt ordentlich zu behandeln, ist in den USA, in China und in Mitteleuropa, wenn es legeartig ist, das Gleiche. Das gilt, das behaupte ich auch, wenn man eine Epidemie richtig bekämpft, nämlich da den Regeln der epidemischen Seuchenlehre. Und das ist für mich ein Ansatzpunkt. Wenn die Bundesrepublik, zum Beispiel bei der Pandemie, wenn sie, das kann man erwarten, dass sie sich nach den geltenden Erkenntnissen der modernen medizinischen Wissenschaft verhält. Da wäre schon viel getan. Da wäre schon viel getan. Das ist also die These, die eigentlich sagt, es muss doch auch möglich sein, bestimmte, wenigstens bestimmte vernünftige Dinge in diesem Land durchzusetzen, ohne jetzt gleich einen Sozialismus zu erklären. Und da gibt es historische Erfahrungen und da gibt es Erfahrungen in anderen Ländern. Es ist doch überhaupt nicht so, dass die Struktur des Gesundheitswesens der Bundesrepublik generell, also es gibt eine andere Gesundheitssysteme, die auch stärker sind. Und wenn man so weit mal genau hinguckt, bei Großbritannien mit dem National Health System, mit allen seinen Grenzen, also es gibt in dieser Gesellschaftssystematik eine Spielräume. Und das wäre sozusagen, ungeachtet dieser generellen Betrachtung, das wäre ein Ansatzpunkt, um wenigstens bestimmte Dinge auch zu erreichen. Wenn ich das noch ergänzen dürfte, als ich den Untertitel gelesen habe, welche Rolle können die Erfahrungen der DDR für die Gesundheitspolitik der Gegenwart spielen, dann kam mir in den Sinn, in Entwicklungsländern, die so eine Ausgangsbasis wie wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, das liegt doch nahe, da unsere Erfahrungen weiterzugeben. Und das staatliche Gesundheitswesen in den verschiedenen nordischen Ländern hat das ja versucht. Natürlich unter diesen Gesellschaftsbedingungen ist das immer nicht dasselbe, aber es gibt so viele Erfahrungen, die da weitergetragen werden können. Und das ist mir eigentlich heute so ein bisschen untergegangen, leider. Aber im Buch kommt es raus. Sehr gut. Allerdings, gutes Stichwort, nochmal vielleicht auch auf die Broschüre zu verweisen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über Kritik und Anregungen und haben vor, weiter am Thema dran zu bleiben, weiter damit zu arbeiten. In dem Sinne, lasst uns gerne in Kontakt bleiben, sage ich mal so, und vielleicht in dem Sinne auch schließen. Die Erfahrung der DDR durchaus mit Selbstbewusstsein in die Diskussion hineinzutragen. Ich glaube, das ist eine sehr entscheidende Haltung, die wir mitnehmen sollten. Ja, der Approbationsentzug, das wollte ich doch.